Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier auf Twitch mit mir Gamma Goblin. Ich habe gerade gemerkt, ich habe das falsche Overlay aufgemacht. Sekunde. Nochmal switchen. So. Jetzt sind wir richtig. So, spielen heute ein bisschen Zelda weiter. Ja, wo habe ich denn meinen Controller hingelegt? Da hinten haben wir. So. Zwar spielen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Gucken wir dann mal. Ich glaube, der Emulator ist ein bisschen laut. Sekunde. Jo, der ist ein wenig zu laut. So. Ja, so sollte besser sein. Noch eine Idee. So, jetzt. Jetzt aber. So, machen wir mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich muss erst mal gucken. Ich glaube, wir waren. Ja, okay, gut. Wir waren gerade bei den Goronen. So. Dann gehen wir mal weiter. Muss allerdings jetzt erst mal überlegen. Ich weiß nur noch in etwa. Und es gibt auch noch ein paar Sachen, die ich einsammeln muss. Für später. Ja, dann gehen wir mal los. Erstmal wieder hier raus. Das muss ich ja sagen, das war bei Link to the Past, fand ich das irgendwie besser. Und sich aussuchen kann, wo man praktisch rauskommt. Ob man jetzt direkt bei Links Haus starten will oder woanders. Gut. Das passt schon. Also die Zombies, die sterben jetzt eh gleich. Es wird ja Tag. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf der London Farm vorbei. Gehen wir mal gucken, weil irgendwie, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, man kann da noch eine Flasche holen. Da gucken wir dann mal. Ach genau, wir haben ja auch Bomben. Dann können wir mal hier den Stein sprengen. What? Kann man den nicht sprengen? Was ist denn mit dem Stein los? Ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Okay. Interessant. Ein unsprengbarer Stein. Ah, nicht so wichtig. Ja, was hat Navi zu sagen? Wenn ich mich richtig erinnere, sagte Darunia, dass auf dem Gipfel des Todesbergs eine Fee lebt. Ach, genau, das Schild, das Hylia-Schild müssen wir erst holen, dann. Ja, gut. Dann muss ich dann doch nochmal in die Stadt zurück, aber da kann ich auch vorher nochmal in die London Farm gehen. Weil ich glaube, da gab es noch eine Flasche, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Außerdem muss man hier sowieso einmal vorbeigucken. Da passt das schon. So, ich glaube, das war der Stall. Jo, da ist er ja. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist, vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es denn mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine, machst du mit? Ja. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. Was am leichtesten ist, immer erstmal den Schatten verfolgen. Kommst du her? Das ist eins von ihnen. Such weiter. Schnell. Zwei musst du noch finden.
Ach shit, das wollte ich gar nicht in die Hand nehmen. Wenn ich das hier nehme. Hier ist auch keins. Ja. Normalerweise fallen die immer ein bisschen auf. Auch keins. Okay, interessant. Oh oh, ich glaube, das schaffe ich wohl nicht beim ersten Mal. Das ist schon so lange her. Ich weiß nur, es gab irgendeinen Trick, die besser zu erkennen. Die Zeit ist um, wie schade. Die Superhühner sind genial. Jetzt bringen sie mir sogar noch Geld ein. Kommt zu Daddy, ihr Süßen. Okay, das müssen wir gleich nochmal probieren. Das kann ja nicht sein. Ich muss mir die Schatten genauer beobachten. Willst du es nochmal versuchen? Ein junger Kerl wie du hat doch sicher Hummeln im Hintern. Du musst nur in 30 Sekunden die richtigen drei Hühner finden. Willst du es für 5 Rubine versuchen? Oh, es wird billiger, das ist ja schön. Ja, ja, 30 Sekunden, wissen wir, finde sie. Okay, 2 sind in die Richtung geflogen. Was war das? Das andere ist da ganz hinten in der Ecke. Ja, ich will das nicht aus dem Auge verlieren. Hör auf zu quatschen. So, jetzt müssen wir nur noch eins finden. Das andere ist irgendwie hier vorne hingeflogen. Na. Das ist doch bestimmt eins von denen hier. Na also. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Ja, ich glaube, das gibt ein Fläschchen voll Milch oder sowas. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest, na? Nee, lieber Zelda. Hahaha, war doch nur Spaß. Oh hier, nimm diese Flasche London-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Ja, läuft. Du hast Milch erhalten. Diese Milch ist sehr gesund. Ja, 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 ja. Du erhältst 5 Herzen pro Schluck. Du kannst 2-mal davon trinken. Ja, 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 ist doch gut. Ich weiß, dass das über die C-Tasten geht. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hier oben ist aber nichts. Ach genau, das war nur sein Schlafzimmer da. Dann gehen wir wieder raus. So. Pferdchen, was willst du? Und die machen den ganzen Tag nichts anderes als singen, oder was? Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Ja, ganz nett. Na, willst du mir dein Liedchen nicht schon beibringen? Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Ja, okay. Link ist nicht so mit singen. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ist halt so interessant, bei denen weiß halt sofort jeder, was eine Ocarina ist. Oder wie die aussieht. Dabei gibt es echt tausende verschiedene Variationen von Ocarinas. Du, 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 du. Ja, so. Du hast Eponas Lied erlernt. Yeah. Schicke Sache hier. Jetzt habe ich einen neuen Beat im Herzen. So.
Ach, die blöde Eule, du willst aber jetzt nicht mit mir labern, geh weg. Die Eule soll ich jemand anderen suchen, den so dauernd voll quatschen kann. Ist ja echt nervig, das Vieh. So, dann laufen wir mal außen rum. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon dran komme. Danach müssen wir in die Stadt und ein schönes Hylia-Schild kaufen. Ja. Das sollte dann passen. Und falls der Knobi nachher zuguckt, sorry, dass dein Bild im Intro nicht drin war. Bei mir startet manchmal OBS nicht. Dann muss ich die Szenen nochmal neu reinladen. Also beziehungsweise ich muss aus dem OBS Profilordner löschen und dann wieder neu reinmachen. Und ich hatte es vergessen eben gerade, es wieder reinzusetzen. Das war keine Absicht oder Intention in irgendeiner Art und Weise. Weil das gute Bild, was ihr im Intro gesehen habt, ist von unserem guten Knoblauchwurst, ist das gemacht worden. Der hat das gemalt. Der ist wirklich. Also seine Sketch-Ups, die gefallen mir sehr, sehr gut. Ich kann sowas nicht so, da bin ich nicht so der Mensch dafür. Ich kann zwar auch mit der Hand zeichnen, aber ich habe halt auch, also ich habe kein Grafiktablett. Ich benutze Photoshop ein bisschen anders. Bei mir geht alles über die Maus. Aber trotzdem cool, was er so zeichnen kann, muss man schon sagen. Respekt und so. Und zwar wirklich keine Absicht, das nicht reinzumachen, weil das hat er extra für mich gemacht und werde ich auch demnächst wieder benutzen. Ja, da ist das Loch in der Wand. Link, krabbeln. Noch ein Stück zur Seite, oder was? Na, stell dich mal nicht so an. So, jetzt. Ja, weil da war doch noch das Herzteil. Das Bild, das kriegt auch demnächst noch einen anderen Platz. Ich bin gerade noch dabei, die Intro-Scene ein bisschen zu verbessern. Hat noch nicht so geklappt, wie ich wollte. Bei mir ist auch noch die Zeit ist im Moment ein bisschen knapp. Heute bin ich deswegen auch ein bisschen später dran. Eine Nachbarin hat Geburtstag gehabt. Hat noch ein bisschen gelabert und ein bisschen Kuchen gefuttert. Dann noch Hausarbeiten und KKG. Ihr kennt es bestimmt alle. So. Dann geht's mal weiter. Achso, und falls jemand fragt, warum das Game nicht so aussieht wie bei ihm auf dem 64 oder auf dem 3DS, das liegt einfach daran, weil ich hier ein Texture Pack benutze. Das ist ein High-Res-Texture Pack. Ein Emulator kann sowas, also man kann theoretisch die kompletten Texturen alles austauschen im Game. Also sagen wir mal, alle Texturen kann man austauschen, die Modelle nicht. Da müsste man das ROM dann dafür hacken. Das ging bei alten Konsolen wie Super Nintendo, geht das soweit, ich weiß nicht. Oder man braucht einen speziellen Emulator dafür, aber beim N64-Emulator geht das. Also die können das eigentlich alle. Du hast eine goldene Skulltula zerstört, du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier auch alles. Jetzt haben wir das Lied, wir haben die Flasche, das Herzteil. Mehr gibt es hier soweit, ich weiß nicht. Na, vielleicht können wir noch ein bisschen Geld reinholen. Da war nicht so viel drin. Ich hatte so auf so einen roten Rubin, hatte ich gehofft. Da war nix. Oh Mann, ist das ein Weg da vorne hin. Ja, die Schilder und alles halt, alles was so mit Texturen zu tun hat, wie der Boden oder auch Links Gesicht. So, das sieht man. Die Augen sind wesentlich detaillierter und die Augenbrauen und sowas von den anderen Leuten auch. Ist nicht ganz einfach zu installieren, muss ich dazu sagen. Also es gibt verschiedene Formate, in denen die Texturpakete vorliegen können. Am einfachsten sind diese HTC-Formate, die sind am einfachsten. Die legt man einfach nur in Ordner ab und der Emulator benutzt so einfach. Das ist am leichtesten. Aber es gibt dann noch dieses RISE-Format und das ist nicht ganz so einfach, das zu benutzen. Aber da findet ihr auch Anleitungen im Internet. So.
Das ist gut dokumentierter Kram. So. Und weil wir dann nochmal am Berg vorbei müssen, gehen wir auch ins Maskengeschäft. Holen uns die erste Maske, die komische Fuchsmaske. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Ja, dann gib mal her, die Fuchsmaske. Die Fuchsmaske tragen. Ach ja. Bei jedem Item, ey. Wetten, du machst dich damit beliebt. Ja, ich weiß auch schon bei wem. Oh, das ist manchmal. Das Einzige, was bei dem Texture-Pack noch so fehlt, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, ist, man sieht hier die Hintergrundgrafiken. Die sind ziemlich schwammig. Im Gegensatz zu der Tür zum Beispiel, die hier extrem gestochen scharf ist, weiß ich nicht, ob das noch eingefügt wird, solche Sachen. Diese Pakete sind alle nicht 100% komplett. Bitte verkauf mir etwas. Ach so, das ist der Dude. Nein. Kriegst du nicht. Ich hab das, was ich hab, brauche ich alles. Oh, soll ich Bogen schießen gehen? Wäre, glaube ich, eh nur ein Herzteil drin. So, das ist der Dude mit dem Schild. Ich weiß bloß nicht, was das kostet. Ich muss gerade mal gucken. Oh, steht sogar in Corona. Oh, siehst du toll aus. Willkommen. 80, ja gut. Gib mal her. Die Wache in Kakariko schickt dich. Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstung. Oh, ja. Nein, ich möchte nichts mehr kaufen. Okay, hat mich nur 50 gekostet statt 80. Ja, das ist doch was. So, gut. Dann gehen wir mal in Kakariko vorbei. Ich meine, das Schild müssen wir jetzt noch nicht reinnehmen. Hi, Neverending Story. Oh, okay. Jetzt baue ich wieder die Hölle los. Eieieiei. Ich meine, ich versuche Nachrichten im Moment ein bisschen zu vermeiden. Ich bin normalerweise gerne informiert, aber... Ach, mich macht das halt auch nur sad, traurig und es nervt auch so über große Maßen. Aber wenn du willst, Neverending, können wir darüber auch mal offstream im Discord labern. Das ist auch gar kein Ding. Also auch an die anderen Zuschauer. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, bin ja schon ein bisschen älteres Semester, vielleicht... Also ich bin nicht ganz uralt jetzt so. Bin kein Boomer. Ich bin Millennial. Aber vielleicht weiß ich ja das ein oder andere. Wo ihr Fragen drüber habt. Ah, da gebe ich auch gleich mal die Discord-Adresse raus. Also, das ist die Adresse, da könnt ihr euch einfinden. Wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder auch wenn ihr irgendwie... Keine Ahnung, also gerade jetzt hier Neverending Story, wenn ihn das bisschen, das einen umrum fertig macht, da bin ich auch immer gern da, das ist überhaupt gar kein Thema. Gibt auch eigentlich, was heißt eigentlich, es gibt keine Themen, worüber ich lachen muss. Wenn jemand eine Frage hat, dann weiß das nicht besser. Über so jemanden zu lachen ist schon irgendwie, na toll. Da lache ich lieber über die so eine Einstellung haben. Ha, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Ja. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Ja, heute ist ein bisschen Sidequesten angesagt. Also ein paar Masken geben wir jetzt erstmal ab und dann, ja. Und dann machen wir weiter. Ich meine, das Schild haben wir schon. Aber ich muss, glaube ich, erstmal 2 Masken hierher schleppen. Ich es noch recht weiß. Jetzt wird es auch gleich dunkel. Das ist dumm.
Ja, wie gesagt, Never Ending, wir können da gerne auch mal so offstream drüber reden. Vielleicht hilft dir das ja. Ja, gut. Naja, gegen sowas bin ich eh total immun. Auch immer so, dass, wenn so viel gehypt wird, also auch die PlayStation 5, da hat Sony hat schon ein paar Versprechen gemacht, die sie am Ende nicht halten konnten. War dann schon so, weiß nicht, wie soll man das sehen? Entweder unrealistische Erwartungen oder sonst was. Hi Kartoffel! Ja, ich habe das Remaster genannt. Im Endeffekt ist es ein Texture Pack. Aber es, das Texture Pack selbst wird Remaster auch genannt bei dem Game. Also das ist ein Remaster von 2014 ist das. Und zwar ist es halt ein Texture Pack, einfach ein HD Texture Pack. Ich weiß nur nicht, warum sie die Stadttexturen hier noch nicht gemacht haben. Alles andere ist so gemacht, aber die Stadttexturen fehlen noch. Ich gucke auch demnächst mal, ob ich ein anderes noch finde. Guck mal da mal rein. Aber grüß dich, Kartoffel. Hoffe, bei dir ist alles gut. Ich muss jetzt leider warten, bis hier wieder... Obwohl, da oben... Da war doch irgendwas. Irgendwas klingelt gerade in meinem Hirn, dass ich da hoch muss. Ich habe halt nur Remaster, weil es halt, wie gesagt, dieses Texture Pack, wenn ich das Game starte, sagt er auch Remaster von 2014. Ja, genau, da vorne war ja was. Da ist nämlich eine der Feen drin. Ne? Und man sieht es auf jeden Fall oben an den Herzen, unten an den Rubinen. Da wurde viel geändert und auch oben rechts an den C-Tasten und an den Item-Symbolen, das ist alles geändert. So, dann komm mal her, du Fee. Ach, okay. Geht das überhaupt schon? Oh ja, geht. Nur mein Hirn will gerade nicht. Normalerweise sollte ich die Melodie auswendig kennen, aber ich hab's zu lange nicht mehr gespielt. Da ist es. Ach so, ja, okay. Der obere Kreis. Man sieht auch hier im Menü, und dass da einiges geändert ist von der Qualität her. Gerade die Map sieht total geil aus. Echt sagen. Ach so, ich hab die. Ich dachte, was ist das für ein Kreuz? Ups. So, jetzt aber. So, dann komm mal raus. Feechen. Ach, okay, ich muss erst die andere Fee besuchen gehen, bevor ich die besuchen darf. Okay. Ich wusste gar nicht mehr, dass man da eine Reihenfolge einhalten muss, aber okay, okay. Macht ja auch Sinn, ansonsten hätte ich ja schon, ich glaube, Dienstfeuer kriegt man hier, ich glaube. Das wäre schon heftig. Hi, Tegiyama, na, alles gut bei dir. Ja, genau, hast recht, also den Remaster, den gab es für, also es gab einmal für GameCube gab es das, ach, wie heißt denn das? Irgendwas mit Quest. Mir fällt es nur gerade nicht ein. Und für ein 3DS gab es nochmal ein Remaster. Ach genau, hi Kero, genau, das Master Quest war das, genau. Das war schon, ich weiß aber nicht, ob das nur einfach ein Port war oder ein Remaster direkt. Aber für ein 3DS, Kero, du hast das Game für ein 3DS. Ich hatte nur die Master Quest-Version gespielt gehabt. Das war aber, glaube ich, auch, also grafisch aufpoliert war es, glaube ich, auch. Achso, das Schild habe ich. Warum wollte ich jetzt warten? Jetzt muss ich mal ganz kurz wieder zusammenbringen. Was wollte ich jetzt? Ich hab... Okay, ich hab das Schild. Ich muss nochmal zum Maskenhändler. Genau, beinahe wäre ich hier rausgegangen. Ich hab eben schon so halb vergessen, was ich machen wollte. So dieses typische, man läuft durch einen Raum und dann fragt man sich mitten im Raum, aber was wollte ich denn hier jetzt? So, genau, wir wollen die Skelettmaske haben, weil ich muss jetzt nochmal da vorne vorbei und es wäre einfach dumm, das nicht jetzt zu machen.
Ja, die Bezahlung erhalten. So. Die Schädelmaske. Ja. Um andere zu erschrecken, na dann. Du fühlst dich wie ein böses Monster. Yeah. So wollte ich mich doch schon immer mal fühlen. Und Tegiyama, bei dir alles gut. Beziehungsweise Tegiyama Long, weil Tegiyama gibt's ja auch noch. Aber freut mich, dass du da bist. Und natürlich auch Kartoffel hier. Freue ich mich auch, dass er da ist. Kero, kannst du mal kurz einen Shoutout für Kartoffel machen? Bei Kartoffel, also Kartoffel streamt nicht allzu oft, aber wenn er streamt, das ist auf jeden Fall immer sehr witzig. Er streamt auch von Original-Hardware, also das erwähne ich gerne immer dazu, weil das schon ein bisschen was Spezielleres ist. Wenn dann jemand wirklich vom NES oder sowas, Hi Duncan, von sowas aus streamt, und er streamt auch vom Mister. Das ist, praktisch, wie soll man das nennen? Das ist ein programmierbares Mainboard, ist das praktisch, so ein kleines. Und dort kann man auch Konsolen praktisch vorgaukeln. Es ist anders wie ein Emulator, es ist näher an dem, was, also es ist akkurater. Es ist näher an der Originalkonsole dran. Auch wenn keine Spiele in das Ding wirkt, also keine Cartridges da reingesteckt werden, sondern das auch über ROMs läuft. Aber es ist wesentlich akkurater vom Sound her, vom Bild und überhaupt. Also immer wieder interessant, auch darüber zu lesen. Dieses Ding heißt halt Mr. FPGA. Ich glaube, FPGA heißt Field Programmable, so rum. Grid Array oder so ähnlich heißt das. Ich weiß es nicht mehr genau. So ähnlich heißt es auf jeden Fall. Das ist halt ein Zusammenschluss. Ihr könnt auf jeden Fall bei Wiki, könnt ihr es euch mal angucken. Es ist ein bisschen komplizierter, das Thema, aber es ist sehr interessant, gerade für Leute, die mit Verarbeitungselektronik zu tun haben. Du siehst aus wie der Totengräber. Das macht mir keine Angst. Hm, will er die nicht? Oh. Ach nee, jetzt weiß ich wieder, wer die haben will. Wie kam ich da drauf, dass er die haben will? Aber ich weiß wieder, wer sie haben will. Ach genau, ja, stimmt. Das darf man ja nur nachts, wenn Boris da ist, darf man die Gräber ausheben. Ich weiß gar nicht mehr. Geht das hier schon oder brauche ich da erst... Ach, ich glaube, ich brauche erst die... Ach, das Lied des Sturms da. Ah, nee, doch nicht. Okay, gut. Ich dachte, das bräuchte ich zuerst. Das ist bei mir schon so lange her alles. Ja, ich hoffe, bei euch ist auf jeden Fall alles gut. Und freue mich, dass ihr auf jeden Fall so zahlreich erschienen seid. So... Ja, da würde ich auch schreien, wenn neben mir auf einmal ein Grabstein explodiert. Vor allen Dingen so ein großer auch noch. So. Gehen wir doch mal gucken. Ach Mist, ganz vergessen. Ich sollte meine Schleuder reinnehmen. Weil die sind schon nervig, die Viecher. Muss ich jetzt nicht mit rummachen. So, irgendwas fehlt hier aber noch. Na gut. Ich habe jetzt nichts, um die Fackeln anzuzünden. Ohne das kommt man hier nicht weiter. Müssen wir erst warten. Was ist das hier eigentlich? Meistens hat das hier was zu bedeuten, wenn Navi irgendwo da grün rumfliegt. Meistens gibt es dann irgendeinen Hinweis. Ah ja, da war was. Erleuchte die lebenden Toten. Ach so, okay. Gut, dann nicht. Ich muss sagen, das hier wirkt komplett anders, wenn die Texturen ein bisschen schärfer sind. Muss man doch nicht das Feuer anmachen.
So, was haben wir denn da? Oh nein. Oh. Oh. Ich hätte vielleicht doch erst woanders lang gehen sollen. Na egal. Ja, du kannst da hinten kannst du so viel rumbrüllen, wie du willst. Mir egal. Ich will hier nur durch. Ach genau, hier lernt man irgendein Lied, oder? Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Bramstein. Ach ja, da haben wir es ja. Die Hymne der Sonne. Hey, das ist schon mal praktisch. Auch für den Rückweg. Ah, stimmt, jetzt wird's dunkel. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Ja, schön. Ja, das Feuer sieht halt auch ein bisschen besser aus. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Na, das klingt fast wie so ein Slogan, wie so ein billiger. Aber ich laufe eher an denen vorbei. Mir ist es sowas von egal, ob die da am rumcreepen sind. Kann nur weit genug weg sein. Ja, jetzt kann da rumbrüllen, ist mir egal. Aber hier ist, glaube ich, auch noch irgendwas, wenn er die Fackeln anzündet. Ich glaube, da war was. So, und wieder hoch. Jetzt ist Boris hier unterwegs. Ja. Ich finde gar nicht, dass der also so ein Gesicht hat wie die Maske. Ich meine, so blass wie die Maske ist er ungefähr, aber so aussehen tut er jetzt nicht unbedingt. Ich muss auch mal gucken, wo ich Bomben herbekomme. Oh, ja, nehme ich. Ach stimmt, hier ist nur Skaldhulle, aber ich komme, glaube ich, an die nicht dran, oder? Die ist, glaube ich, so ein Stück die Wand hoch. Ah doch, an die kommt man doch dran. Gut. Noch eine goldene Skaldhulla. Ich meine, ein paar brauchen wir sowieso. Alle brauchen wir nicht. Ich werde keine alle 100 sammeln, weil das ist schon echt... Das ist nervig und sehr langwierig. So... Ach stimmt, das ist der Sohn vom Handwerksmeister. So. Ach, ich wollte gar nicht das Schild lesen. So. Ja, ich könnte im Wald vorbeigehen. Weil ich glaube, das war so ein... Ach, wie heißen die Typen denn? So ein Terror-Kit war das, was die Maske, glaube ich, haben will. Nee, ich habe kein Twitch Prime, nee. Ist das? Ach,
erstmal ein bisschen Büsche klein machen. Da hin. Oh, und die Eule, ey. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Gamma. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Ach genau, ich habe was vergessen. Ich muss ja nochmal auf den Berg hoch. Wenn ich auf den Berg hoch muss, dann kann ich eigentlich auch nochmal kurz in den Wald vorbeigucken. Da gibt es ja dann eine Abkürzung in den Berg rein. So, was kommt da runter? Ah ja, fast geahnt. Ich meine, bei manchen goldenen Skulltullas ist ja echt, man sieht genau warum, wieso, weshalb, dass die da sind. Aber bei manchen, die sind echt übel krass versteckt. Och yo, ein Stein nach dem anderen oder was? Hm, hier ist auch was. Da brauchen wir gar nicht viel nachdenken. Oder vielleicht auch doch, hier ist nix. Normalerweise an so Steinkreisen sind öfters, ach, sag schon, da sind Löcher dann, wenn man eine Bombe hinlegt. Hier aber anscheinend nicht. Ich war jetzt echt der Überzeugung, es wäre auch da, aber... Wie lange ist's her? Gut. Dann gehen wir jetzt aber nochmal kurz nach, in den Wald. Auch wenn das jetzt ein recht weiter Weg ist. Ich gebe dort die Maske ab, dann gehe ich über die Abkürzung zum Berg, gehe hoch zur Fee und dann müsste ich nochmal kurz in die Stadt. In die Stadt und dann von der Stadt zu, den Zoras. Ich muss ja sagen, den Abschnitt mit den Zoras mag ich gar nicht so gerne. Typisch Wasserlevel und so. Immer komm. Besuchen. Jetzt muss ich auch erstmal wieder gucken, welches das von denen ist, der die Maske haben will. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass so ein Terror-Kid die Maske haben will. Was ist hier? Ah ja, hier ist hochklettern. Ich dachte eben noch, muss ich jetzt weiter davor oder nicht? Ach, Horror-Kid, nicht Terror-Kid. Ah, okay, ja. Ich wollte vorhin schon sagen, Majora's Mask Dude. Das wäre auch nicht viel besser gewesen. Ich wusste nur, so heißen sie auf gar keinen Fall. Ich will erstmal gucken, welcher das ist. Ah, der ist es nicht. Der will nur... Oder ist es der? Einfach mal alle mit der Maske ansprechen. Ah, doch. Hey, du da, unter der Maske, bist du nicht der junge Kokiri? Eine coole Maske hast du da, echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du mir die Maske? Ja. Cool, ich werde sie immer tragen. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Ja. Ach so, nee, noch nicht. Kann ich aber auch gleich mal machen. Die sind ja überall, die Dinger. Ach genau, das muss ich auch noch machen. So viele von diesen Schoten kaufen. So viele wie nur geht und so viele Pflanzen wie nur geht. Oh, yo. Okay. Wenn die sonst halt keinen Zeitvertreib haben, halt schon dumm.
Ich hoffe, das gibt sich bei dir auf jeden Fall eine Neverending Story, das ist ja grauenhaft. Ich habe halt, wie gesagt, auch schon lange keine Nachrichten mehr jetzt so explizit verfolgt. Da weiß ich im Moment gar nicht so, was so umrum Masse ist. Ach ja, an dem hier kann man es mal zeigen. Okay. Er macht... doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Weil die heben dann ab, wie eine Rakete. Er explodiert jetzt zwar oben, aber die anderen, die fliegen halt echt bis ins Unendliche. Ja, das Dumme ist halt, wenn man sich da zur Wehr setzt. Das Problem ist halt echt, da, das bringt auch nichts, weil das gibt nur mehr Gewalt. Das ist halt nur blödsinnig, ist das. So, den nehmen wir uns für nachher mit. Du besitzt jetzt einen Fisch. Lasse ihn mit Zebra, er sieht richtig frisch aus. Ja, ich weiß. Ach ja, Nintendo. Alle Erklärungen tausendmal. Nach jedem Item kriegst du wieder das Tutorial gezeigt. So. So, jetzt gehen wir auf den Berg. Von hier geht das nämlich ein bisschen leichter. Da muss ich nicht so weit laufen. Also nicht nochmal zurück und wieder hin. So ist leichter. Ah ja, das müsste ich eigentlich auch mal machen. So, wo ist denn die kurze Kante? Die ist, glaube ich, hier. Man kann auch von ganz oben werfen, aber von hier ist besser. Hier ist, glaube ich, die Kante. Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Hab ich getroffen? Jo. Ja gut, aber gratis WLAN für alle, macht das denn Sinn? Bei so einer Sache ist ja auch die Frage, warum die so am Austicken sind. Ja nee, ist kein Thema, wie gesagt, ansonsten hebt ihr das auf. Wir können im Discord gerne mal darüber sprechen, da... Absolut kein Thema. Ich bin kein Mensch, der das als rotes Tuch ansieht. Auch über irgendwelche kritischen Themen zu sprechen, das ist nicht das Ding. Es ist, nur jetzt gerade würde ich halt sagen, chill dich, vergesst es erstmal, du sitzt ja jetzt drinne. Und lass es am besten auch gar nicht so nah an dich ran. Macht eh selten Sinn. Weil mit einem selbst hat das ja sowieso nichts zu tun. Okay. So, das Herzteil haben wir auch noch geholt. Was, das rollt weiter? Ich glaube, danach kommt da nichts Besonderes mehr raus. Das Herzteil ist eigentlich so das. So, dann haben wir das nämlich auch. Dann gehe ich jetzt oben raus. Na, du blöder Pfosten, ey. Was geht denn mit dir ab? Ach, da oben ist noch ein außer Kontrolle geratener Grone. Ja. Ja, wie gesagt, das kann man auch später noch machen, Never Ending. Ich bin auf jeden Fall da, wenn du darüber babbeln willst, können wir das gerne machen. Ist nicht das Ding. Ich muss sagen, die Wände hier sehen ziemlich gut aus. Also im Original ist das ja hier echt nur Matsch. Da erkennt... Oh. Ich wollte eigentlich nur das hier zeigen. Weil hier hinten ist der Dodongo an der Wand. Aber auf dem N64 Original kann man das, wenn man gut ist, vielleicht schemenhaft erkennen. Wenn es hochkommt. So, jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass der Gorone hier aufhört, hier rumzuflippen. Ich glaube, der kommt hier jetzt gleich.
Ja, da hinten ist er. Oh, der ist langsamer, als ich gedacht habe. Komm, explodier. Ich dachte eben schon, es dauert zu lange, ey, bis der da ist. Na, was geht ab, Große? Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Rock'n'Roll. Ja, dann mach halt. Ging mir nur drum, dass du es mal kurz anhältst. Ich wusste nämlich nicht mehr, ob du irgendwas Besonderes gibst oder sagst oder was auch immer. Wollte ich nur gerade mal auschecken. Ah, okay. Das ist auch wieder so ein Safe-Door von Nintendo. Dass man sich dann nicht irgendwie durchschießen kann, dass man ganz eindeutig die Donnerblumen schon hochheben kann. Und da muss man ja schon bei Darunia gewesen sein, sonst geht das ja nicht. Boah, ich hab ganz vergessen, wie viele das sind. Ich meine, ich könnte auch faul meine Bomben benutzen, aber ich brauch die noch. Oh shit. Oh, ich dachte schon, es war zu weit, aber hat gereicht. Ach, das ist der. Ich arbeite gerade an etwas sehr Interessantem, doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze, in 5 oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Ja. Ich weiß auch, was das ist. Ich denke mal, die meisten von euch werden das ja auch kennen, das Game. Die wissen, was das ist. Da hinten geht's hoch. Ich habe mich eben schon gefragt, wo geht's denn hoch jetzt? Ist da vielleicht noch eine Bombe? Nee, nur Geld. Naja. Nicht so wichtig. Und so. Dann gehen wir mal da vorne raus. So, jetzt haben wir ja das Hylia-Schild. Jetzt können wir auch ganz nach oben. Wo die gute Fee ist. Aber ohne das Schild kommt man da oben halt nicht lang, weil die Dinger treffen einen immer direkt. Ist da eine Wand zum Aufmachen? Aber da war ich doch schon, oder? Hm, genau. Na, solange er nicht sagt, komm wieder, bis du einen Bart hast, weil dann... Das wird ein bisschen länger dauern. Das wäre immer irgendwie lustig, ein Design, bei dem Link einen Bart hat. Also ich würde das ja schon feiern. Weil so ein bisschen vom Aufzug her sieht er ja schon aus irgendwie wie ein Puck. Also das ist so ein Schelmgeist, ist das? Ups. Ja, genau, mexikanisch. Wäre auch was. Boah, der Schild sieht ziemlich cool aus. Also mit dem Texture Pack. Normalerweise ist der auch recht verschwommen. Oh, Mist, dem war ich zu langsam. Boah, und wieso kommen da immer so viele gefallen? Ich dachte, da kommt immer nur einmal was gefallen. Weil anders kommt man hier nicht lang. Diese Brocken, die treffen einen auf jeden Fall immer. Die sind wie Homing Missiles, deswegen. Kommt man hier nicht ohne das Schild lang? Ey, come on. Boah. Oh, wollt mich veräppeln, oder? Naja, dann ist er ein bisschen zu alt, dann, ja. Nicht selber zielen, ich bin schon wirklich faul.
Ein Gamma-Link, genau. Oder der Goblin-Link. Oder Link-Goblin. Je nachdem. Oder ein Goblink einfach nur. Ach, du blöde Eule, ey. Willst mich nur wieder zusulzen, ne? Oh ne, die lässt mich sogar in Ruhe, interessant. Ja, genau. Überall links. Und so. Dann komm mal raus. Du Fee. Okay, der ihr Gesicht sieht nicht mehr ganz so... wie soll man das freundlich ausdrücken? Nicht mehr ganz so... sag ich mal, bordschwalbenmäßig aus. Hallo, mein süßer Gamma. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Ja, dann hau mal raus. Okay. Meinst du, weil sie die Fee der Fähigkeiten ist? Ja, weil die halt ja auch... Die hat ja auch richtige Hörner. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du einmal im Kreis den Analog und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, bei dem Feen-Design weiß ich nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Was das genau sein soll. Die sieht halt so abartig merkwürdig aus. Die Fee. In den anderen und alten Zelda-Teilen, da ist es eher wie so eine Feengestalt, also so eine Engelsgestalt. Und die hier, die sieht einfach keine Ahnung. Die sieht aus, als wäre sie irgendwie einmal durch einen Kosmetikladen gefallen, ganz ungünstig. Ach genau, stimmt, hier ist zu heiß. Hier ist auch lustig, wenn man das Deku-Schild drin hat, verbrennt es halt instant. Ach genau, das Vieh kann mich wieder mit nach unten nehmen. Ich glaube, du bist mal für eine Sache nützlich, oder? Du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrules. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Ich wollte gerade sagen, wie halte ich mich jetzt fest? Das stand nicht mal festhalten. Ja... Aber wert ist es das halt nicht. Das Risiko einzugehen, draufzugehen dabei. Was macht er eigentlich für unnötige Drehungen? Wir wollen zum Fuß des Bergs. Was dreht er sich dann nochmal in Richtung Berg um? Ach stimmt, der setzt einen ja hier oben ab. Ich glaube, hier war gar nichts Besonderes. Soweit ich mich noch erinnern kann. Das ist einfach nur hier oben. Und hier... Hoppa.
Okay, na gut, jetzt zu spät. Ach, ich glaube, ich weiß, welches du meinst, aber da komme ich auch dran, wenn ich als Link dann groß bin. Das ist halt auch cool, der Wirbelschlag, der kostet nur Energie, wenn man ihn mit B festhalten macht. Wenn man den Stick dreht, dann braucht man das nicht, dann kostet das nichts. So, haben wir das auch. Gehen wir nochmal kurz in der Stadt vorbei und dann gehe ich endgültig zum Zoras. Boah, wie schnell der Mond einfach untergeht. Das sieht fast aus, als würde er abstürzen. Richtig kleines Kind, immer schön mit dem Schwert rumpopeln. Hat auch bestimmt keine Angst dabei. Bam, bam, bada, badam, so. Dann gehen wir nochmal beim Maskenmann vorbei. Nächste Maske holen. Okay. Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Schädelmaske 20 Rubine. Bezahlung erhalten. Die Geistermaske. Die Geistermaske. Trage sie mit C, um sie zu zeigen. Eine Menge Leute kannst du damit erschrecken. Toll. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer die haben will. Erstmal mein Gehirn wieder anstrengen, um da zusammenzukriegen, wo der ganze Kram hin muss. So, dann gehen wir mal da hoch. Ach, ich hasse das. Hier muss man ganz genau in der Mitte klettern, sonst fällt man immer wieder runter. Und da sieht man jetzt auch mal, was das da vorne genau ist. Das ist halt so eine Vogelstatue, ist das? Irgendwas kann man mit der auch, glaube ich, machen. Ja, da ist irgendwas, ich weiß bloß nicht mehr was. Ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt tragend wichtig wäre. So, nix hier rein da. Brumm, brumm, brumm. So, dann holen wir mal die andere Fee. Mal sehen, sieht die genauso aus? Ja doch, die sieht genauso aus. Merkt man auch wieder, eine schöne Nahaufnahme gemacht. Hallo mein süßer Gamma, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ja, dann geh mal her. So, Dienstfeuerentfernung. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Setz diese Magieattacke mit C ein. Ach komm, wäre mir ganz neu. Dienstfeuerentfernung kannst du nicht nur für Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja, das Ding ist aber, da wo ihr immer seid, da ist überhaupt kein Sinn, dass man bis dahin zurückläuft. So nach dem Motto, ich habe kaum noch HP, bin aber irgendwo in Yabu Yabu oder sonst irgendwo und dann soll man da zurückkommen oder was? Ist ja ewig weit weg. Ja, schmeiß mich raus, komm. Ist der kürzere Weg.
So, weiter geht's. Und mal schön weiter, so. Boah, ich weiß nicht mehr, wer diese Geistermaske haben will. Ich bin gerade die ganze Zeit schon am Überlegen, aber mir fällt's nicht ein. Aber das... Das Kitty auf dem Friedhof will aber nicht die Maske. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, der will irgendwie... Später will der, glaube ich, auch irgendeine Maske haben. Ich weiß bloß nicht mehr, welche. Achso, nee, Zora ist da hinten. Ach ja, die Wege sind immer so weit. So. Da irgendwas drin. Oh, super. Ein Rubin. Jetzt bin ich ja Millionär geworden. So. Das war falsch. Ist das hier vorne? Ja. Ach genau, da hinten ist der Eingang von dem Todesberg, also nach Kakariko. Hier vorne ist noch das Zora-Reich. Okay. Jetzt kriegen wir hin. So, lass mich durch. So, jetzt muss ich auch erstmal ein paar Dinge einkaufen gehen. Wie klein dieser Radius noch ist mit diesem Kokiri-Schwert. Oh, jetzt laberst du mich schon wieder zu. Hallo, sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Gamma. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie. Ja, okay. Ja, das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten. Oh, das hatten wir ja schon mal. Ja, wissen wir. Genau, weg mit dir. Und nicht wiederkommen, nicht nochmal voll labern mit unnützen Informationen hier. Tut gerade so, als hätte er das zum ersten Mal gesagt. So. Gehen wir mal den Freund hier besuchen. Ein paar Wundererbsen gefällig? Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubinen, das Stück? Boah. Die Wundererbse suchen nach einer Stelle, um sie mit C einzupflanzen. Warte ab, was passiert. Im Gegenstandsmenü kannst du... Oh, ja. I knew it. Es gibt eine Menge Orte, an denen man Wundererbsen pflanzen kann. Suche nach einem quadratischen Fleckchen Erde. Ja gut, die sind hier nicht mehr quadratisch, die sind hier inzwischen rund. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie sind noch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubinen das Stück? Der wird halt auch immer teurer, der Typ. Ist ein richtiger Wucherer. Ja, ist gut, das müssen wir nicht zweimal lesen. Das ist halt auch so eine Sache, das hätten die sich so sparen können im Endeffekt. Ja, ich weiß. Gib mir noch. Ich brauche mehr. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie werden langsam beliebter. 30 Rubine das Stück. Wie wäre es? Schade, dass man mit dem nicht falschen kann. Aber egal, was man macht, der gibt es einem nicht billiger. Oh ja. Ist okay. So, weil einmal Erbsen einpflanzen kann man hier schon machen. Deswegen machen wir das auch. Und zwar direkt hier. So. Weil man sieht ja durch das Texture Pack sind die nicht mehr quadratisch, diese Stellen. So.
Ach. Als wenn der mich interessieren würde. Ja, okay, Herzteil. Okay. Ich weiß nur, da unten sind noch irgendwelche Frösche. Muss ich dann auch noch hin. Reicht das überhaupt, der Sprung? Nee. Dachte ich mir fast. Noch hat Link zu kleine Beinchen für sowas. Zu kurz. Oh nein, 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 was tust du denn, Link? Nicht ins Wasser springen. Was war denn das jetzt gerade für eine Aktion? Unter Wasser gibt es Frösche, die dich neugierig beobachten. Aber ich glaube, das wollten die gar nicht. Oder? Oder ich glaube, denen geht es nur darum, dass sie drei Songs oder so... Ach, fünf Songs sind's. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Hm, eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm diese hier als Belohnung. Wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie vor. Hey. Ja, tut mir leid. Die Frösche, ey. Die sehen aber auch mit ihren Augen zu lustig aus. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Hm, eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn. Wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie vor. Ich weiß nur, die geben ein Herzteil. Wie viele Melodien habe ich denn? Schon fünf. Ne, ich habe nur vier. Ja, gut. Dann warten wir noch und kommen später nochmal vorbei. Weil es gibt auf jeden Fall noch, noch Melodien, die wir noch bekommen. Bevor wir dann erstmal eine Weile hier nicht mehr hin können. Okay. An den Zaun kann ich mich gar nicht erinnern. Hm. Also ich glaube, da kommt man erst später hoch. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Ah, da hinten ist eine Leiter. Aha. Hätte ich ihn beinahe übersehen. Hm. Muss ich auch so nicht hin. Okay, ich riskier's mal. Erstmal hinspringen. Nee, hier kommt man nicht hin. Hm, okay. Okay, also von da kommen wir da nicht hin. Aber von da oben wäre zumindest eine Aktion, also zumindest ein Ding, wie man da hinkommt. Du weißt bloß nicht mehr genau, wo man da lang gehen muss. Ah, das finde ich doch raus wieder. Weil von hier komme ich nicht darüber, das ist zu weit. Na, die Musik ist gerade voll am Ausflippen. Na, jetzt normalisiert sich's wieder, weil bis eben war anscheinend noch ein Gegner in Reichweite. Dann ändert sich die Mucke manchmal so merkwürdig. So. Okay. Ja, das war das hier. Ach, du hast ja auch noch ein Herzteil.
Ich weiß nur nicht. An manche kommt man nicht sofort dran. Das weiß ich noch. Auch wenn man sie sehen kann. Ich meine, der Eingang, der war ja jetzt so hart versteckt. Ich habe den ja auch gar nicht gesehen. Ich glaube. Naja, da komme ich nicht rüber. Das ist zu weit. Link kann zwar recht gut springen, aber so weit kann er halt nicht springen. So. Willkommen im Reich der Zoras. In den alten Zelda-Teilen sind Zoras böse. In den Teilen hier nicht. Also zumindest hier nicht. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, dieses ekelhafte Rätsel gibt es hier ja auch. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Rudo. Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Ja, gut. Als erstes Mal, ich hoffe, ich schaffe das beim ersten Durchlauf. Beweg dich, Link. Weiter geht's. Ich glaube, da unten sind nämlich noch mehr. Na. Zünd das Ding an, Alter. Weil das brennt nicht unendlich lang. Man muss da recht schnell sein. Hä? Hab ich eine vergessen? Oder ist die hinter mir schon wieder ausgegangen? Ja, die ist ausgegangen. Klasse. Ach, da war auch noch was. Oder was hier hinten? Ich muss gerade mal gucken, weil das ist auch alles schon lange her bei mir. Ach, da sind sie. Okay, gut, ja. Gut, müssen wir das gleich nochmal probieren. Von oben runter rennen und dann... Oh. Halt schon anstrengend. Na Jungs, wie seht ihr eigentlich so aus? Och ja, bisschen schärfer sehen sie aus. Die Flecken sind nicht mehr so matschig. So, dann nochmal hoch und das nochmal ausprobieren. Ach nö, wer wollte das denn? Wieder nicht schnell genug. Die da vorne ist wohl aus, ne? Ja. Mist. Jetzt gehen die auch alle aus. Ja, genau, ein ganz scharfer Fisch. Okay, egal, Rücksicht auf Verlust, jetzt einfach durchrennen. Dann darf ich nicht an dem dummen Schild hier hängen bleiben. Ja, also geht doch. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Ich glaube, es ist ein Herzteil oder sowas.
Bam, 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 bam. Ja. Das ist so. Ein Herz, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich. Ja, dann haben wir ja schon 4 Stück gefunden, ja. Die Fische. So, dann gehen wir mal ganz hoch. Da ist nämlich, soweit ich weiß, auch noch was. Aber das war mir jetzt erstmal ein Bedürfnis, dieses Fackelrätsel zu machen. Naja, was heißt Rätsel halt, das mit den Fackeln? Hatten wir ja beim Goronen auch schon. So. Tauschspiel, 20 Rubine, mach dir mit. Okay. Sammelt alle Steine an, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt ihr zurück, dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Ja, und schauen wir doch mal, wie viel schmeißen weg. 2, 3, 4, 5 sind es, glaube ich. Ja. Start. Alter, Link. Also was das angeht, muss ich ja sagen, Link ist sehr mutig. Ich würde da nicht runterspringen. Es könnten... Kriege ich mich keine 100 Pferde dazu, dass ich da runterspringe. Das Schwierige ist hier, wenn der Boden so weit weg ist, sieht man den Schatten kaum noch. Und dann ist es schwierig. Also gerade auch auf dem Brunnen sieht man es schlecht, wo der Schatten ist. Okay, läuft. Gratuliere, ich habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab. Warum redet denn der auf einmal so geschwollen hier? Hat der vorher oben auch schon in der dritten Person von mir gesprochen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. So. Gehen wir mal hoch. Das Schild sieht halt so überdimensioniert aus auf dem kleinen Link. So. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Okay, die sieht ein bisschen merkwürdig aus. Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Ja, das müssen wir ja auch machen. Das war da vorne mit Schreien. Ah, ich dachte eben schon fast, ich wäre zu weit weg gewesen. Oh, die Flasche sieht man hier aber verdammt gut, muss ich sagen. Ist im Original ein bisschen schwieriger, die zu sehen. Eine Flasche, fülle etwas hinein und nutze sie mit C. Oh, da ist hier bereits etwas drin. Ja, genau. Hey, listen, look, a bottle. Die sollte nur nicht so oft Hey Listen sagen, sonst muss ich ja davon ausgehen, dass sie die Rostschaufel begehrt hier. Das ist ja... So, Brief rausholen. Nanu? Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Yabu Yabu gefangen, Roto. PS, verrate meinem Daddy nichts. Ach toll, der bleibt ja so lange da drin, bis ich es ihrem Vater gezeigt habe. So, na, Bude. Ich bin Byron, das das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Ich dachte eben schon, da hängt am Vogelscheuchen nichts mehr dran. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Okay. Wow.
Was ist eine Ocarina? Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Süßer. Das mag jetzt erstmal sinnlos gewirkt haben, was ich da gemacht habe, aber das dürfte der Vogelscheuchen-Polka sein. Der wird nicht gelistet, soweit ich weiß. Ich bin Balzac, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen und herzergreifende Lieder zu hören. Aber ich stecke hier fest. Nein? Ja, irgendwie, die sind komisch, ja. Eine wunderschöne Melodie, sie geht richtig ins Herz. Wenn dir ein schönes Lied einfällt, komm her und spiel es mir vor. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Weil es gibt diesen Vogelscheuchen-Polka, den bekommt man hier auch irgendwie. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Boah, du hast eine Ocarina. Hey, warum fühlst du mir nicht was vor? Süßer. Und ich weiß noch, es gibt ein paar Kombinationen, da ist ihm das egal. Da funktioniert das. Ich glaube, das ist es sogar. Ich glaube, das war das schon. Aber irgendwie fehlt dem ein Auge oder was? Ja, Tatsache, der hat nur ein Auge. Sieht auf jeden Fall komisch aus. So, dann gehen wir nochmal bei dem merkwürdigen Doktor da oben vorbei. Professor Looking Weird, oder wie man ihn auch nennen soll. Ach, da ist ja nochmal hier so ein... Können wir auch mal direkt machen. Auf Link, Pflanze. Ist das... Ist das so ein Chica-Stein oder was? Ja, okay. Dem so komisch ausgesehen. Ich dachte, was ist das denn? So, gehen wir mal zu Professor Looking Weird. Oh Mann, das sieht aber auch aus, der Dude, ey. Sieht aus, als wäre er Toten wieder auferstanden. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hylia-See mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Und sonst? Ah, okay, der sagt sonst nichts. Na, ich glaube, das mit dem Tauchen, das geht erst später, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Ja, die, also muss ich auch sagen, die Face Textures, die sehen ein bisschen sehr merkwürdig aus von den Vogelscheuchen. Aber hey. Man soll ja nichts nach dem Äußeren beurteilen. So. Gehen wir mal da rein. So, läuft. Falsche Richtung. Ja, dann gucken wir uns nochmal Lord Yabu Yabu an. Auch wenn ich, wie gesagt, diesen Abschnitt gar nicht gerne mag, aber okay, er gehört zum Game dazu. So, komm mal her, Yabu Yabu. Beziehungsweise der König. Hier, lies mal. Dieser Brief. Er ist von Prinzessin Ruto. Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Yabu Yabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Gendorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein.
Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Ach stimmt, der macht ja jedes Mal so ein komisches Geräusch, wenn er sich bewegt. Ah, der hat bestimmt Hämorrhoiden, deswegen tut es so weh, wenn er sich bewegt. Du hast es bald jetzt. Boah, dauert das lang, bis der sich mal zur Seite bewegt hier. Ist ja grauenhaft. Ja, ja, könnte ich mir auch denken. Schaut hin, ein Goblin hat euer Reich betreten. Danke für den Follow, Manage Me. Ach so, weil gerade ein Follow gekommen ist, eine kleine Sache so als Sicherheitshinweis. Im Moment treiben sich Bots rum. Du musst hier ein bisschen aufpassen. Die followen ersten Streamer und haben aber auf ihrem Profil, haben die unten praktisch ein sogenanntes Extension-Widget drin. Das sind, ihr habt das vielleicht bei anderen Streamern schon mal gesehen, das sind so, das sind in den Panels praktisch kleinere Sachen zum Einstellen. Zum Beispiel können Twitcher da anzeigen, wer zuletzt gefollowt hat, oder auch für Stream-Avatars, das Panel ist da unten drin. Das Problem ist aber auch, dass seitens Twitch nicht so genau geguckt wird, was da genau programmiert wird. Man kann die Dinger nämlich auch selber programmieren. Jetzt ist es so, es sind auf Twitch Bots unterwegs, die haben da unten ein Panel drin, das liest eure IP-Adresse aus. Im Moment wäre ich vorsichtig, wie neugierig ich wäre, wenn jemand followt oder so, dem sein Profil anzuklicken. Ich sage euch das nur so als Sicherheitshinweis. Wer will, kann das auch gerne mal twittern. Googeln. Auf Twitter steht es. Da sind auch schon auch andere Streamer, wie zum Beispiel Pixel Power, hat auch in seinem Discord eine ganze Liste von Botnamen schon drinne. Da sollte man auf keinen Fall auf die Profile gehen. Twitch passt da auch schon auf. Wenn so jemand gemeldet wird, ist der relativ schnell weg. Das Problem ist nur, in unserer heutigen Zeit mit IP-Adressen ist nicht mehr ganz so einfach wie früher. Also man kann heute nicht mehr einfach den Router neu starten in den meisten Fällen. Man bekommt eine neue IP-Adresse. So, dann gehen wir mal zu Yabu Yabu rein. Das war halt nur mal eine kurze Information. Natürlich ist nicht jeder böse, davon müssen wir gar nicht ausgehen, aber ich will das nur mal dazu sagen. Nicht, dass dann jemand sagt, ich habe einen User angeklickt, der dich gefollowt hat und jetzt habe ich irgendwie Probleme oder sowas. Deswegen wollte ich das gleich mal als Info so rausgeben. Okay, das hier drin sieht auch nicht schlecht aus. So, retextured, macht das was her? Ach, ich muss das Schild wechseln. Das ist auch so ein Grund, warum man das Deko-Schild unbedingt bis zu Ende hier haben sollte. Ich meine, klar, man kann die auch so killen. Muss dafür dann nicht das Schild nehmen. Und so spart man sich ein bisschen Nervkram. Oh, falsch schon angewählt. Oh, der hat doch eben irgendwas ausgespuckt. Ja. Okay. So. Zack. Okay, das sieht auch lustig aus, dieses Membran. Auf jeden Fall interessant gemacht. Oh, geh mal weg. Ich mag die Dinger gar nicht. Geh mal ganz weit weg von mir. Lass mich mal in Ruhe. Wir unterhalten uns dann später. So. Ich wollte gerade sagen, wo sind das Mädel? Das müsste hier irgendwo rumhängen. Da ist er, die Roto. Ach, der ihr Gesicht. Okay. Die sieht irgendwie viel zu fröhlich aus, dafür, dass die kurz vor der Verdauung steht hier.
Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Zoras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich? Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du, verschwinde, kapiert? Oh nein! Ja, Link, nichts wie hinterher. Bist du immer noch hier? Bist du schlimmer als eine Klette? Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Yabu Yabus Bauch herum. Aber Lord Yabu Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du, verschwinde. Kapiert? Du machst dir echt Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich meine es ernst. Ja. Nervige Truller da hier. Ja, ist okay. Du hast halt einen Treffer abgekriegt. Heul mal nicht so rum, Link. Das kann ich mal. Guck mal hier rein. Ja. Aber muss sagen, Prinzessin Ruto ist auf jeden Fall das stärkste Geschoss, was Link haben kann. Wie war das denn hier nochmal? Ach stimmt, ich muss die erst da hoch, ja. Okay. War mir eben nicht mehr so sicher. Und hit. Hä, wo sind die jetzt hin? Diese Haie hier, die hasse ich. Aufkommen aus dem Wasser. Will er nicht, toll. Ich muss eh gleich nochmal an den Anfang hier zurücklaufen vom Raum. Ich glaube, die Rotor ist da. Noch eine Golden Skulltula. Okay, eine Fee, die können wir mal einsammeln. Da ist er. Hey, du besitzt jetzt eine Fee. Ja, weiß ich. Ist okay. Ja. Aber das Wiederbeleben bringt mir eh nichts. Ja, ist doch okay jetzt. Immer das viele Gelalle da. Für nix und wieder nix. Okay. Steigen lassen. Ich glaube, das hier war die Richtung, aus der ich gekommen bin. Weil ich ja sagen muss, diese Blasen hier, die sind auch nervig. Brauchen zwar echt nur einen Treffer, aber die sind manchmal. Es ist echt schwer zu wissen, wo die gerade hinwollen. Das ist die Frage, war das?
War das da, wo ich hergekommen bin oder da, wo ich hinlaufen wollte? Falsch rum. Okay. Dann muss sie auf der anderen Seite sein. Boah. So, nix hier hoch. Weg da. Du genauso, weg da. Aber krass, dass die Ruto einfach verschwindet, weil die da eben ein bisschen im Wasser gestanden hat. Wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so. Alter. Ganz vergessen, wie die unterwegs ist. Ich glaube, da rüber komme ich noch nicht, oder? Ja, toll. Ich kann mich nicht umgucken, solange ich sie in der Hand habe. Aber nicht runterfallen. Okay, da oben. Da hinten sind zwei goldene Skaltullas. Okay. Ah. Oh, geh doch mal weg, du blöde Qualle. Zieh ab. Oh, das ist so dumm, wenn man zwei Dinge zum Anwählen hat. Dann überhaupt wieder was abzuwählen, ist gar nicht so einfach. Dummes Viechzeug. Hier durchgelaufen. Komm, ohne eine geklatscht zu kriegen. Na komm. Ah, hat gepasst. Gut, dann werfen wir die jetzt erstmal da hoch. So. So, gut. Jetzt sind wir hier oben. Weiter geht's. Sänftenträger Link ist zur Stelle. Da machen wir die Tür auf, Roto. Ah, ich hasse das. Wow. So. Der gibt schon mal Ruhe. Ich hab mich gerade schon gefragt, wo der Fahrstuhl bleibt. Ja, solange man was trägt, kann man sich nicht umgucken. Ja, ist ja gut. Shit, das ist der Eingang. Das war falsch. Aber hier sieht halt auch alles so extrem gleich aus. Ach ja. Ein Magiekrug. Deine Energieleiste wird aufgefüllt. Ja, ich weiß. So, jetzt hält der schon mal die Klappe. Und der jetzt auch. Immer dieser Zippel. So. Und weiter geht's im Magen. Das war auf jeden Fall die falsche Richtung. Ah, da hinten geradeaus weiter. So, und
Und jetzt an den Löchern vorbei. Erstmal einen günstigeren Weg suchen. Au. So, das war der günstigere Weg, so. Ach, die Viecher schon wieder da. Was war? Weg, 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 weg. Tobes Viechzeug weg. Keine Zeit. Mal gucken, ob das offen bleibt. Ich glaube ja schon. Oder? Nee. Ja, Ruto, da muss ich dich mal kurz hier allein lassen. Müssen wir da hocken bleiben. Weil das hier, das muss sein. Obwohl, ich glaube, hierfür fehlt mir was. Ja, ich glaube, das ist noch zu früh. Ja, das ist zu früh, da muss ich erst was holen. Weiß auch was, ich weiß nur noch nicht wo. Das Wo muss ich jetzt erstmal ermitteln. So, die müsste hier noch sein. Ja. Ja, wie unaufmerksam von mir. Ja. Ist okay, ist okay. So, hebt die Meckertante wieder hoch. So. Ach stimmt, da hinten geht's nicht lang. Da hinten sieht schon besser aus. Was haben wir hier? Hier ist blau. Ach Mist. Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du alleine zu leicht bist. Ja, aber ich, die steht doch schon auf mir drauf. Wie weit denn noch? Also wie schwer denn noch, sagen wir es mal so. So. Ach, hier sind lauter von diesen Haien. Klasse. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Auf, kommt mal raus, Jungs. Ah, da ist einer. Wo ist der nächste? Auf, komm raus. Diese Rochen. So, der nächste, willst du rauskommen? Also geht doch. Das andere wäre ja auch nervig und langweilig. So, wo ist der nächste? Da. So, schick. Und hier ist gar nichts. Na doch. Ich wollte gerade schon sagen, ey, hier ist überhaupt nichts oder was? Auf, komm. Jetzt zeig mal, was da drin ist. Gut ist. Nintendo 64! Nee, ein Bumerang. Aber es wäre auch schön gewesen. Ja. Und drücke C, um Gegner zu treffen. Die weiter entfernt sind. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also, ich muss, also ich muss erstmal noch ein paar Beamtengänge hinter mich bringen. Das kommt aber jetzt auch die nächste Zeit. Und dann ist noch so, mein Bot, der sammelt praktisch schon Punkte für euch. Versteckte Kanalpunkte sozusagen. Und zwar mit Voxel könnt ihr die auch einsehen. Im Moment sind da aber noch keine Belohnungen dafür hinterlegt. Das muss ich alles noch machen. Das sind halt Sachen, die ich noch nach und nach aufbauen werde. Immer wenn ich mal Zeit habe zwischendrin. Den letzten Monat war es ein bisschen sehr knapp mit Zeit. Hm. Was war denn mit denen los? Das sind Sterne. Okay, man muss sie schlagen, aber man kriegt dann trotzdem... Pass ab.
Ah, okay, die muss man mehr so von hinten treffen, die Viecher. Man kann, man muss nicht. Also, Announce hier hat schon den Command, um Discord und, Discord und Twitch miteinander zu verbinden. Also, das geht auch jetzt schon. Aber kann man auf jeden Fall dann auch noch machen. Ich habe mir die Möglichkeit auf jeden Fall offen gelassen, dass man das machen kann. Weil wenn dann jemand zappt oder so, dann sieht man das dann auch im Discord. Muss mich auf jeden Fall die nächste Zeit mal hinsetzen und das alles machen. Das ist bloß auch immer ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ich muss da auch dann noch ein bisschen was lesen und so. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Also, das ist auch nichts mehr für weite Zukunft. Also ich gucke, dass ich den Affiliate demnächst irgendwann mal endlich aktivieren kann. Und dann bekommt ihr auch Channel Points und alles. Ja, das wissen wir schon. Na komm, ja, das weißt du doch schon. Und die Punkte von Announce, die lasse ich aber trotzdem drin. Da kann ich dann auch noch Belohnungen hinterlegen. Noch andere, die außerhalb der Channel Points von Twitch sind. So. Ich meine, Sound Alert und Video Alert gibt ja auch schon. Also zwei Stück, zwei Video Alerts und zwei Sound Alerts habe ich im Moment schon drin, aber da kommt noch mehr. Ich muss halt sagen, ich habe im Moment so ein bisschen das Ding Zeitproblem und manchmal will mein Körper auch einfach nicht so, wie ich Bock habe. Da geht dann nicht richtig schlafen oder nicht ausgewogen pennen und so Sachen. Das ist jedenfalls nicht so toll. Na komm, das ist doch normal gar nicht so schwer. Aber bis Link da eben mal was anvisiert hatte. Weil ich sag mal so, wenn Affiliate dann an ist, da könnt ihr ja dann auch subben und alles. Das ist ja jetzt einfach alles noch nicht. So. Was war denn da drin? Kompass? Müsste, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ba-ba-ba-bam. Ja, ist der Kompass. So, und weiter geht's. Jetzt mal auf die andere Seite. Oh, die Viecher, diese Würmer, die sind so nervtötend. Ups. Boah, ey. So. Mir doch egal, wenn ich eins schon mal getroffen werde, ist mir das egal, Hauptsache die Nachttöter sind weg. Und da schon durch? Ja. Ach, das ist das andere Vieh, ja gut. Der mittlere hat nur gefehlt. Link, du hast nur das Ding hingeschmissen. Jo, was war das denn? Auf, komm runter, du komisches Ding. Ey, das gibt's nicht manchmal. Der schlägt schon, obwohl der eigentlich noch gar nicht unten ist. Echt merkwürdig. Oh, egal. Down ist down. So, jetzt müsste auch die Mitte frei sein. Also ich hatte jetzt erstmal dafür gesorgt, dass das Mikrofon richtig laut ist und dass die Qualität am Mic stimmt. Das war jetzt so erstmal das Wichtigste. Also jetzt ist zumindest
was den Stream angeht, alles auf einem auf einer anständigen Qualität. Das weiß ich noch gar nicht. Nicht allzu ewig, aber auch nicht so kurz. Ich denke mal, so 2 Stunden bin ich auf jeden Fall noch da. Weil bei Zelda ist halt so, da muss man halt gucken, wann man einen sinnvollen Einschnitt macht dann. Boah. Diese blöde Qualle. So, sind jetzt alle von mir, da ist noch einer. Erstmal die Quallen wegmachen, die nerven nur. Eieiei. Ein bisschen mache ich auf jeden Fall noch. So, hüpf. Komm runter. Ey. Erst sieht man das Ding nicht und dann, wenn es unten ist, klatscht es einem direkt rein. So, jetzt muss auch die Mitte frei sein. Jetzt müssten zumindest alle von diesen komischen... Ach, das war die Mitte schon. Ach, diese komischen Streben müssten jetzt weg sein. Das kann ich müssen da außen. Ja, da sind auch Gänge, okay. Ups. Uah, diese dummen Würmer gehen weg. Ich weiß gar nicht, da vorne ganz außen war ich, glaube ich. Ja, da war ich drin, okay. Gut, dann können wir hier wieder rausgehen. Loch hier war's. Jo, sieht gut aus. Gut. Und her damit. So. Also so bis um 12 bin ich auf jeden Fall da. Machen wir heute auf jeden Fall. War ja gestern ein bisschen kürzer. Und die Woche über habe ich ja auch 2 Tage mal nicht gehabt. Beziehungsweise das Wochenende war ich nicht da. Auch heute mal ein bisschen länger. Na, das gibt's doch nicht. Ah, oh, close. Normalerweise ist es immer so ein bisschen da, wo dem seine Ohren sind. Nee, also Breath of the Wild hab ich nicht. Ist ja eigentlich ein Wii U-Game. Ich habe auch keine Wii U. Ich habe nur eine Wii. Ich könnte es höchstens mal probieren zu emulieren. Das könnte man vielleicht mal machen. An sich habe ich aber noch kein Breath of the Wild gespielt. Nee. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Ach stimmt, das war's ja hier drin schon. Wieso habe ich das so ellenlang in Erinnerung? Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank, endlich der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bringt mich jetzt schnell heim. Ja, mach ich. Und weg ist er. Was ist das denn? Ein Oktopus? Ja, dann komm mal runter, Mr. Oktopus. Ich geb dir. Ach, das war das Vieh. Ja, gut. Sehr schnell.
Oder muss ich den erst betäuben? Ich weiß gar nicht mehr. So lange her alles. Ah ja, so war das. Okay. Irgendwie schnell außen rum, oder? Oder ich muss mich an ihm vorbeidrängeln. Ich glaube, vorbeidrängeln geht nur. Ja, ich komme nicht dran vorbei, klasse. Genau, also mit Voxel könnt ihr das sehen. Da wird auf jeden Fall schon eure Viewtime und so wird aufgenommen. Also das ist schon mal, aber es sind halt noch keine Channel Points, keine klassischen. Wie man das halt von Twitch kennt. Aber so wie das halt mit Affiliate läuft, kriegt ihr die halt auch. Da gucke ich auch mal, was ich mir einfallen lassen kann, weil tatsächlich kann Announce hier einige Dinge. Ich muss nur, wie gesagt, es muss noch so viel gemacht werden. Es ist immer viel Arbeit. Okay, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der auch sehr Richtung kommt. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch getroffen. Okay, ich beobachte den Dupe mal, da weiß ich auch, in welche Richtung der rennt. Das ist schneller als gedacht. Oh, ich kann den manchmal nicht abwählen. Das ist so ein Ding bei Ocarina of Time. Das mit dem Abwählen ist nervig manchmal. Na komm. Muss den Kreis einfach viel knapper laufen. Jetzt kommt man nicht an den dran. Na komm. Ist er schon da? Okay. Ich habe gedacht, der hält ein bisschen mehr aus, aber okay. Scheint eine Weichflöte zu sein. So, da vorne ist dann auch gleich Ruto. Ups. So. Oh Mann, wo ist sie denn hin? Ach, das war das mit dem Plötzchen hier. Wie durch. Wie ist eigentlich Ruto da drüber gekommen? Das finde ich halt auch witzig. Wie hat die es gepackt, da drüber zu kommen? Hat die den Klotz so lange angeschrien, bis er stehen geblieben ist für sie oder was? Wo ist denn die jetzt? Ach so, genau. Hier kann man ja erst nicht lang. Düdlum. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ist sie am Eingang oder was? Wenn die am Eingang ist, muss sie ja da vorne sein. Also Speedrunning. Ah, bin ich am Überlegen, ob man das mal machen kann. Weil eigentlich Speedrunning ist schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Und ich hätte auch jetzt so direkt nicht unbedingt einen Titel, wo ich sagen würde, den kann ich speedrunnen ohne Probleme. Ich hatte mal kurzzeitig über Mega Man 3 nachgedacht, aber das Ding ist, wenn man sich da die Zeiten anguckt, wo da die World Records stehen und so. Ich weiß gar nicht, ob es sich da noch lohnt einzusteigen. Bei Speedrunning ist auch immer so, das ist am besten, wenn man das von der Konsole aus macht.
sondern wirklich von Originalkonsole spielt. Da gibt's am wenigsten Rumgemecker und Probleme. Okay. Was sind die jetzt? Oh, toll. Die Jungs sind wieder unterwegs. Also hier vorne ist es schon mal nicht. War denn die jetzt? Okay, ich muss noch mal bis zum Boss vorlaufen. Ach, Mist, das ist falsch. Da komme ich nicht lang. Dazu brauche ich sie, sonst geht die Tür wieder zu. Dann war das auf der anderen Seite. Ach, obwohl, Quatsch. Bin so depp. Das ist, wenn man diese Games so lange nicht mehr gespielt hat. So, weil das geht nämlich so. Ich dachte, ich muss Ruto finden, aber es geht ja gar nicht. So. Okay, wir müssen mal hoch wohl. Ja, also wie gesagt, Speedrunning ist halt so eine Sache, das ist... Ich find's halt immer krass, wenn man dann Tage und Wochen spielt, immer dasselbe Game. Und dann, das ist schon mega anstrengend, muss ich sagen. Ich meine, ich spiele die Games schon recht zügig durch, die ihr hier so seht. Ich muss aber dann auch immer aus meinem Kopf den ganzen Kram wieder zusammenwursteln und krieg nicht immer alles zusammen. Weil manches ist auch recht lange her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ich meine, das Game, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal durchgespielt habe. Ach genau, stimmt, man muss da außen rumwerfen. Ja. Da war was. Aber ansonsten gibt es hier ja auch immer gern mal Online-Titel zu sehen. Also, ich spiele ja auch Heroes of the Storm. Dann gibt es manchmal auch Photoshop zu sehen. Wenn ich irgendwas bastel. Hat sich noch gemacht. Ja, ansonsten Emulatoren gibt es ja immer. Ach so. Ja, Ah, okay. Ja, also ich kann das auch gerne mal machen, so ist es nicht. Dann versuche ich mich mal ein bisschen in Mega Man 3 einzuspielen. Ist halt nur normalerweise mit Originalkonsole ist, wenn man sowas dann auch hochladen will, meist besser. Deswegen den Verifizierungsprozess besser. Nicht so, dass Emulatoren nicht zugelassen wären, aber sie sind nicht so beliebt in der Szene, sage ich mal. Ja. Ja. Ich weiß schon, wie das geht, Navi. Ach, ganz vergessen, dass die ja dann so... ...so das Karussell hier loslässt. Oh Mann! Link, spring doch noch ein bisschen mehr daneben. Noch ein bisschen weiter einfach. Hä? Muss ich das Ding noch mal treffen? Oh ja. Ich gar nicht mehr so im Kopf. Ach, ich muss erst die Quallen killen und dann... Okay, gut. Alles schon eine Weile her. Ich weiß nur noch, man muss sich recht schnell bewegen. Das ist zumindest von Vorteil. Okay, wir trinken mal ein Schlückchen Milch. Obwohl, ein Hit lass ich mir noch geben. Ja, das stimmt.
bestimmte Emulatoren werden vorgeschlagen und man muss sie, also beim Gameboy-Emulator, da gibt es einen, der heißt BGB, also BGB, und der hat tatsächlich in den Einstellungen extra Speedrun-Modus. Und zwar zeigt der Emulator da dann seine eigene Version an und er zeigt den CRC-Hashtag vom, also Hashtag vom Dings, vom ROM an. Das ist ganz wichtig, sonst wird der Run nicht verifiziert, wenn das nicht zu sehen ist. Also speedrun.com, die sind da hinterher bei sowas. Die wollen das ganz genau sehen. Weil es da schon anscheinend ein bisschen viel Missbrauch gegeben hat, sonst würden die diese Regeln wahrscheinlich nicht machen. Boah, das gibt's nicht, ey. Der ist ja nervig, der Boss. Ja, trink mal einen Schluck jetzt. So, wieder Full Life und weiter geht's. Uah. Oh, ich sehe gerade nichts. Tesla-Qualle hier, oder was du auch darstellen sollst. Na? Boah. Das war jetzt gemein. Erst rennt die voll weit weg. Einmal kommt sie ganz nah. War noch voll schnell. Oh, komm, Bumerang, was ist denn los? Na, also geht doch. Ja, also bei Emo-Speedruns muss man immer sehr, sehr genau aufpassen, wenn man die gewertet haben will. Weil auf dem Konsolen... Deswegen ist Konsolen-Speedrunning ist meistens besser. Aber es ist auch kein Thema, also ich kann das schon einstellen bei den meisten Emulatoren. Beim Super Nintendo müsste ich allerdings gucken. Beim Game Boy weiß ich, wie gesagt, wie es geht, aber beim Super Nintendo, Nintendo und N64 und so müsste ich erst gucken, wie das einzustellen ist, damit das überhaupt gewertet wird. Na, da ist ja Ruto. Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist ein ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Oh Mann, das ist so eine Augenweide. Wieder SZ gescheit verwendet. Also ich muss echt sagen, die neue deutsche Rechtschreibung, was da danach und die erweiterte neue deutsche Rechtschreibung, das von Betrunkenen gemacht. Nach Duden schreiben war wesentlich sinnvoller. Das hat wenigstens hat das eine Logik gehabt. Der ganze neue deutsche Rechtschreibung, der erweiterte Müll, das ist absolut, das hat keine Hand und Fuß. Mhm. Hey du bist cool. Ein bisschen mehr als andere. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Ja, deswegen, da muss man sehr genau gucken. Uff. 12 oder 24 Stunden Stream. Ich würde ja erstmal ein bisschen tiefer stapeln, sage ich mal. So 8 bis 10 Stunden vielleicht. Also einen 8 Stunden Stream hatten wir auch schon. Da habe ich Terraria mit im Multistream mit die Knoblauchwurst gemacht. Da hatte ich immer 2 Stunden Vorprogramm. Danach haben wir so lange gezockt, bis uns die Augen zugefallen ist. Da sind auch einmal 10 Stunden zusammengekommen, glaube ich. Kann man irgendwann auch mal machen, aber dauert. Weil ich muss halt zwischendrin auch noch andere Sachen machen. Das ist halt immer so das Ding. Und auch mal schlafen dann anständig irgendwann. Aber das kann man irgendwann auf jeden Fall auch mal probieren. So ist es nicht. Aber 24 Stunden. Ich bin ein alter Mann, seht mich an. Nein, Spaß.
mal gucken, wenn wir sowas haben, weil ich bin ja nicht so derjenige, den man so leicht hypen kann oder der sich ständig auf irgendwelche neuen Releases freut. Gibt kaum irgendwas, was mich so aus den Socken haut im Moment. Auch was angekündigt ist, gibt es eigentlich nichts, was wo ich sagen muss, boah, ja, unbedingt. Ist nicht so. Okay, gut. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Stein. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Genau. Genau, Kero. Genau hier. Das wär's. Ich glaube, dann bin ich der erste Twitch-Tote, den es gibt. Und der dann einfach vorm Stream verhungert oder sowas. Ja, mein größtes Problem ist halt, ich lebe alleine und muss halt auch meinen Haushalt geregelt kriegen. Aber wenn ich, sage ich mal, wenn ich das einmal so mache, dann kann ich ja vorher mich drauf vorbereiten. Aber sonst ist das ja echt huiuiuiui. Uiuiui und so. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Ja, ja, ja. Ach stimmt, da hinten war noch irgend so eine Insel, aber ich glaube, da komme ich gar nicht dran an das, was da wäre. Ah, der Bumerang, der sieht schon echt nice aus. Also das Retexture, das sieht schon wirklich gut aus von dem Bumerang. Weiß gar nicht, macht das dem was? Nee. So. Das war tatsächlich, glaube ich, war das World of Warcraft oder League of Legends? Ich glaube nämlich, das war League of Legends, oder? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Und ich meine, der ist ja nicht, jetzt so about stream gestorben. Der ist ja einfach nur wegen Übersuchtung umgefallen, sozusagen. Den haben sie ja total durchnächtigt und also total dehydriert und so. Das passiert mir nicht. Bin ja schon so ein Mensch, ich trinke eigentlich viel. Ich habe auch immer eine Flasche hier neben dem PC stehen, also das ist bei mir so ein Standardding. Ich habe immer was zu trinken neben am Computer stehen. Ich mag nur am Computer keine offenen Gefäße wie Gläser oder Tassen stehen haben. Das ist gar nicht mein Ding. Hallo mein süßer Gamma, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich, bitte nimm ihn an. Hey. Ja, der zweite Zauber, fehlt doch nur noch einer. Da weiß ich aber nicht mehr. Oder weiß ich noch, wo der ist? Doch, ich glaube, ich weiß noch, wo der ist. Varoris Donnersturm, ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutze ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie legst du einen Teleporter-Punkt an. Rufst du Varoris Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und anderswo setzen, wenn du Faroris Magie beschwörst. Ja. Der ist gar nicht schlecht, der Zauber, wenn man ihn gut benutzt. Vergiss nicht, Faroris Donnersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Bist du vom Kampf... Ach, der Chef besucht mich einfach wieder. Ja, 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 ja. Das Geräusch ist einfach zu dreist, ey.
Ja, der erste war das auf keinen Fall. Da gab es vorher schon ein paar. Aber ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob das WoW oder League of Legends war. Ich meine, bei WoW muss man auch mal überlegen, wie alt das Game jetzt ist. Das wird nämlich jetzt, glaube ich, auch bald 13? Ich glaube, 2008 oder so ist das released worden. Das ist auch schon wieder alt, wenn man so drüber nachdenkt. Oder ist das noch älter? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Achso, der spricht nur mit mir, wenn ich vor ihm stehe. Oder spricht er gar nicht mit mir? Eigentlich bist du mir noch ein Geschenk schuldig, König. Auf. Oh, Gamma, ihr habt also Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Oh, ja, dank dir. Du könntest mir aber trotzdem noch irgendwas zustecken. Ich meine, du bist hier der König. Du wirst ja wohl ein bisschen mehr besitzen als, als den Thron da. So. Was meinst du jetzt genau damit? Wegen Speedrun oder wie? Weil ich sag mal, so ein paar Games haben wir ja hier schon durchgespielt. War da eins dabei, was ich zu 100% gespielt habe? Ich meine, bei manchen ist es ja... Da kommt es ja zwangsläufig zum 100% Run, weil es halt nichts anderes gibt. Ne, die Donkey Kong? Hä? Hat er das Herzteil jetzt gezählt oder nicht? Hä, der hat das gar nicht gezählt. The Fu? Ist das runtergefallen? Das ist Tatsache, das ist da runtergefallen. Nein, 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 nein. Bring doch die Leute nicht auf solche Foltermethoden. Das kannst du da nicht bringen. Ach so, ja. Also wenn ihr sowas mal sehen wollt, das kann ich euch auch gern zeigen. Das ist ja auch nichts, was allzu lange dauert, sage ich mal. Also wenn jemand sowas mal sehen will, ist kein Ding, sagt mir das. Dann kann ich das gerne mal zeigen. Solche Sachen sind überhaupt gar kein Thema. Weil das sind keine so, sag ich mal, Hardcore-Tricks jetzt. Wie einige Glitches, die man zu Speedruns braucht. Das ist nicht das Problem. Das können wir auf jeden Fall machen, sowas. Sofern das von Interesse ist. Weil ich denke mal, das ist sowas, das kennt eigentlich so ziemlich jeder Super Mario World Spieler kennt das eigentlich, diesen Trick. Beziehungsweise Trick ist eigentlich, ist auch eine Art Durchspielen. Ja, 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 ja. Na, klappt das? Ja. Nur die Frage von hier bringt mir auch nichts, ne? Nope. Bringt mir gar nichts. Vielleicht könnte das reichen. Oh, es war ein bisschen tief. Hit. Hey, noch ein Herzteil. Ich habe eben nicht gedacht, dass ich das treffe, muss ich sagen. Ich war wirklich kurzzeitig der Überzeugung, dass ich es nicht treffen kann von da, aber okay. Ja. Diese spuckenden Rüsselviecher. So. Ich meine, sonst so, wenn ich die Games spiele, zeige ich auch mal Tricks, also... Bei Yoshi's Island hatte ich das ja zum Beispiel gezeigt. Und da gibt es diese Shy Guys, die in, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Schloss das ist. Die reichen aber oben am Bildschirmrand eine Bombe rum und lassen die dann fallen, wenn Yoshi unten drunter ist.
Da hatte ich schon mal gezeigt, dass man mit einer Stampfattacke die dazu bringen kann, dass sie die Bombe schon vorher einfach fallen lassen. So, noch ein paar Erbschen. Ja, ja, ja. Kann ich mir noch eins leisten? Hier gibt's die tollen Wundererbsen. Wer sie nicht kauft, der wird es wirklich bereuen. 50, ja, eins geht noch. Aber nur jetzt. Ja, danach werden sie noch teurer. Das ist ja auch voll... Das ist ein richtiger Wuchersack ist der Typ. Okay, jetzt haben wir schon mal einige gekauft. Ich glaube aber, es geht noch mehr. Ich muss ihn mal kurz ansprechen. Ja, oh, dass dieser Dialog so lang sein muss. Oh, Battletoads, oh mein Gott. Okay, einmal geht's wohl noch. Ja, habe ich jetzt nicht. Battletoads ist halt auch fies. Das ist halt... Oh, da kann man echt Nerven verlieren. Das Game ist richtig schwer. Egal welches davon. Egal, ob das für ein Sega ist oder das für Super Nintendo oder Battletoads und Double Dragon in Kombination, weil da gibt's auch ein Game, da sind beide drin. Da kann man dann aussuchen, ob man entweder einen Battletoad spielen will oder einen Double Dragon Charakter. Das ist unglaublich schwer, dieses Game. Das sind halt die Games, da fängst du an, irgendwann in den Controller reinzukauen, weil das so massiv schwer ist. Ah, okay. Ja, ich wusste ja, dass er noch ein paar mehr. Ich wusste nur nicht mehr, wo die Grenze ist. So. Macht Announce hier eigentlich gerade. Hast du den denn machen wollen, oder? Ich meine, wenn ihr Clips machen wollt, auf jeden Fall haut rein, macht so viele ihr wollt. Egal, ob das Fails oder Best of oder was auch immer das ist, macht einfach. Ich hatte nur einmal das Problem, dass Announce irgendwie von alleine Clips gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht hat, aber hey. Sie hat es getan. Okay, das ist merkwürdig. Das Herzteil ist runtergefallen vorhin. Ich bin ja dann runtergesprungen und hab's geholt. Weil so wie er praktisch den Bumerang in die Hand nimmt, dann fällt das Herzteil nach unten. Da berührst du das Herzteil aber noch nicht. Hoho, Ganon. Alter, was eine Nase der hat, ey. Der hat auch ein richtig aerodynamisches Gesicht. Verdammt, sie ist fort. Ja, dachte ich auch erst, muss ich dazu sagen. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst, du Narr? Ja, aber er hat auch ordentlich Segelohren, ey. Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Ja, die hat er ja schon immer, diesen komischen, keine Ahnung, was der da am Schädel hat. Armseliger Tropf. Weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Richtig rothaariger hier.
Link guckt irgendwie total verkehrt für die Situation irgendwie. Der guckt, als wenn er irgendwas erwarten würde. Als wenn Ganon ihm gleich was schenkt oder so. Ja, es war halt irgendwie so nach dem Motto, willst du mir irgendwas geben oder so, so hat es eher gewirkt. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Jo. Gamma, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Gamma, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Ja, da hast du recht, Higiyama. Deswegen, ich muss auf jeden Fall noch den Affiliate so schnell wie möglich anmelden. Und dann bekommt ihr auch Emojis und alles. Weil das will ich auf jeden Fall auch haben. Das bin ich auch dafür. So. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Yeah. Wohlan, Gamma, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit, vor dem Zeitaltar. So, hier. Yeah. Das ist die blaue Ocarina. Ah, da hinten, da können wir auch rein. Ich weiß zwar nicht mehr, was da unten drin ist, aber ich weiß, glaube ich, hier irgendwo ist noch eine Skaltulla, glaube ich. Da nicht. Da? Wohl auch nicht. Da? Nee. Okay, dann war hier doch keine. Boom. Gehen wir mal hier unten rein. So. Ach ja, stimmt, hier sind ja immer nur Schatztruhen drin. Hey, 5 Rubine, jetzt bin ich aber steinreich hier. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ah, am See und so kann man nichts mehr machen. Okay, ja. Weiß gar nicht, war da irgendwas drin? Ach, okay, das war nur das hier. Geheime Schatzkammer von Hyrule. Ach genau, da war ja was. Goldene Skaltulla. Juhu. Give me more. Okay. Erwischt. Hit, hit, hit. Okay. Okay, mehr gab's hier jetzt erstmal nicht. So. Ja, ich glaube,
Ich glaube ja, wir können eigentlich den Altar der Zeit, können wir schon betreten eigentlich. Ja, können wir schon machen. Die epische Szene freitreten. Weil hier verstehe ich das nicht. Hier hätten sie die Texturen auch nochmal aufmöbeln können. Das hätte wesentlich cooler auch gewirkt. Weil man sieht, hier sind noch die Standardtexturen vom Game drin. Ich meine, gut, sowas ist Arbeit. Mehr als so eine Bodentextur zu machen, aber es wäre trotzdem cool gewesen. Oh, ich muss schon sagen, das hier sieht schon ziemlich cool aus. Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Oh, jetzt muss ich erst mal kurz nach der Melodie gucken. Das habe ich halt alles nicht mehr im Kopf, das ist schon so lang her. Aber bevor wir da... ach, das kann ich später auch noch machen. Ich muss da sowieso dann nochmal vorbei. Ja. War das echt falsch? Ja. Ja, nach unten, nicht nach rechts. So. Dann kommt mal raus, ihr heiligen drei Schweinchen. So. Ja, der Opal der Goronen gefällt mir immer noch am besten. Ich meine, der Kokiri-Smaragd, der sieht auch nicht schlecht aus. Und der Dings und der Zora-Saphir, aber trotzdem der... Der Goronen-Opal, der gefällt mir immer noch am besten. Oder ist das ein Goronen-Rubin? Nee, das ist kein Rubin. Der Rest ist alles Rubine. Ich glaube, die haben das Opal genannt, weil das sonst ein bisschen dumm klingen würde. Yeah! So. Und hier an der Stelle machen wir erstmal eine ganz kurze Pause gleich. Da rauchst du dann erstmal kurz ein Zigarettchen und dann geht's dann weiter. Gamma, ist das nicht? Doch, es ist es. Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. Ja, wobei diese Klinge auch noch andere Namen hat als nur das Masterschwert. So. Dann gehen wir mal in die Zukunft. Schwing! So, und jetzt wird Link König von England. Ah, falsche Legende, falsche Legende. Hohohoho, ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Das muss aber ein richtig krasser Witz gewesen sein, den der gehört hat. Gamma, wach auf. Du bist der Auserwählte. Thank you.
Na, da steht er. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen, ein Tempel des Lichts. Ja, genau. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reichs. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Gamma, erschrick nicht. Schau dich an. Ja, läuft, Link, hä? Ich muss sagen, der hat übertrieben weibliche Augen irgendwie. Sieh nur, Gamma. Du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Genau. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Hi, Klotzi! Na, alles gut bei dir? Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Ja, mir geht's gut soweit und selber? Wer von euch beiden musste eigentlich das Pfeffersoßen-Steak mit extra Schokosoße essen? Doch, du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Du, und? War lecker oder neuer Food-Trend oder eher nicht so? Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Ich hatte nur das Video gesehen, wo du anscheinend einen Shake, Milchshake getrunken hast, der wohl nicht so super war. Ja gut, Geschmäcker gibt's viele, ne? Ja, dann mal schöne Grüße auch an den Naki. Das ist ja echt, ja gut, Irgendwie hätte ich ja gerne dein Gesicht gesehen. Ich glaube, ich gucke mir das später nochmal an. Nun, hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Ja. Doch vergiss niemals. Obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Gendorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Ah, okay. Ja, ich habe auch schon gemerkt, wenn ich nochmal zwischendrin was Lustiges hab, dann klippe ich das aus den VODs raus. Das wusste ich bloß vorher gar nicht, dass das geht. Ich habe gedacht, das geht nur so. Ja, gar kein Thema. Für euch zwei doch immer gern. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Liebe Harry, liebe. Ja, das freut mich. Ach so, Harry Potter. Ja, ein Fan bin ich nicht, aber schlecht finde ich es auch nicht. Du bist als Träger des Meisterschwerts dazu auserwählt.
Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Ja, dann hau mal rein, dann gib mir deine Power. Ach, was soll ich denn damit hier? Sieht aus wie eine Autofelge, das Ding in Gold. Das Amulett des Lichts. Rauru der Weise gibt dir seine Kraft. Wir machen allerdings aber gleich mal kurz Pause, bevor ich dann weitermache. Da rauche ich ganz kurz ein. Das dauert aber nur 10, 15 Minuten. Ich mache euch zwischendrin was an. Wie immer so. Und dann machen wir weiter. Zitadelle der Zeit. Aber diese epische Szene wollte ich hier jetzt noch durchziehen. Ich wollte euch jetzt nicht hier voll den Cliffhanger abgeben. Nee, von der, die haben wir nicht. Die haben wir nicht, die guten Sachen. Leider nicht. Ich bin ja auch so ein armer Mensch, sonst wäre es ja kein Ding. Gamma, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Ja. Die Navi ist auch nur nervig. Hey, listen. Hey, let's go. Hey, hey, hey. Oh. Das ist ja einer meiner Lieblings-Smash Bros-Charakter. Du willst Koop mit Goblin. Ja, das können wir irgendwann auch mal machen. Ich meine, ihr habt ja Windows 10 PCs. Da kann man auch gern mal was über Parsec spielen, wenn du das willst, Klotzi. Also Parsec ist nichts Kompliziertes. Es ist einfach nur ein Programm. Machst eine Lobby auf, dann kann sich jemand anmelden, den du reinlassen willst. Und dann kann der andere auf dem zweiten Controller spielen. Ja, so ähnlich. Parsec. Nee, es heißt Parsec, heißt das mit C. Aber an sich hat es auch irgendwas davon. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Ja, dann... Ach, die Musik meinst du? Ah. Und zu viert, okay. Oh, Mario Party. Oh. Ich hatte eben für einen ganz kurzen Moment hatte ich gar nicht Mario Party gelesen. Ja, an für sich ist es kein Thema. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen unfair ist, ich spiele tatsächlich auf dem Nintendo 64-Controller. Hups, sorry. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohem Berge, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kraft einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shikar, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Shikar an. Wahrlich. Du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Ja, ja, klar. Also das ist ein N64-Controller für einen PC. Also kann man so kaufen, ja. Ja, das ist halt echt. Mario Party ist ein richtiger Controller-Killer. Das ist halt das Gemeine, ey. Da gibt es so manche Minispiele, die bringen deinen Controller einfach nur um. Ich habe auch noch originale N64-Controller, die leiden alle unter dem Mario-Party-Syndrom. Wenn man die so seitlich aufrecht hinstellt, lassen die alle die Analog-Sticks hängen. Die sind total lullerig. Willst du die Prophezeiung erfüllen? So suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Ja, das stimmt. Das ist nur beim ersten so richtig krass. Da gibt es so 2, 3 Minispiele, die,
die Hälfte. Ach, damit machst du dir nur den Controller hin. Und es ist egal, welchen Controller du hast. Früher bei den Atari-Dingern hättest du irgendwann halt einfach den Stick in der Hand gehabt. Holy cow! Ja, ich hoffe mal, dass es dem dann wieder gut geht demnächst. Das ist aber, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Impfgegner. Mal kurz was Politisches, eigentlich gar nicht, aber machen wir mal kurz. Also ich bin kein Impfgegner, ich bin gegen alles geimpft, gegen was man sonst so geimpft sein sollte, wie Diphtherie, Masern, Mumps, Tetanus und KokaG. Da bin ich überall dagegen geimpft. Aber bei dem Zeug, was sie da im Moment anbieten, da bin ich nicht ganz so konform damit. Da sind mir einfach zu wenig Studien dafür da. Und dann ist es halt so, ein Impfstoff, also ich sag euch mal was, Pockenimpfung ist so das Letzte, was es so gab. Und für den Pockenimpfstoff, um den zu entwickeln, hat es 15 Jahre gedauert. Und es hat nochmal knapp 5 bis 10 Jahre obendrauf gedauert, bis die Pocken als ausgerottet gegolten haben. Das muss man sich mal überlegen. Und jetzt schmeißen die einen Impfstoff auf den Markt, der innerhalb von einem Jahr wurde der konzipiert. Und es gibt bis jetzt noch keine klinischen Tests, wirklich aussagkräftige. Und das ist schon... Ich will das niemandem madig machen, also wer muss, der muss. Und es gibt auch durchaus Risikogruppen, wo das Sinn macht, die auch an einem an einem Impfstoff zu verabreichen, der noch nicht klinisch getestet ist. Dann macht Sinn. Weil da einfach das Risiko, dass die daran sterben könnten, noch größer ist als die Komplikation mit dem Impfstoff. Aber es ist trotzdem wirklich, also... bin da nicht ganz so. Also das ist meine Meinung so. Ich will das aber niemandem madig machen. Also wer sich impfen lassen will und das vor allem auch muss, macht es. Wenn das für euch gesundheitlich in Frage kommt, tut es. So. Dann nochmal weiter. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Gamma? Okay, der fragt nicht mal, ob ja oder nein. Ja, ich hab dich verstanden. So, jetzt muss ich mal kurz nachlesen. Ach, du studierst Medizin, Klotzi? Okay, interessant, weil bei mir ist das ja nur autodidaktisch, so als Gasthörer. Aber nicht Medizin, sondern Mathematik und Physik halt. Ah, okay, Kero, ja. Also wie gesagt, es ist ein bisschen schwieriges Thema. Ich will da halt auch niemanden in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, weil es ist eine Selbstentscheidung und ich würde auch niemanden irgendwie ankreiden, der das machen will. Ich halte es nur für mich persönlich noch zu riskant einfach. So, und jetzt werde ich auch gleich erstmal eine Zigarette rauchen. Ich mache euch dann so lange wieder was an. Und dann spielen wir weiter. Aber ich könnte mal safen, weil das letzte Mal, wo ich gesaved habe, war noch vor Yabu Yabu. Das wäre jetzt richtig dumm, nicht zu safen. Das wäre so richtig bescheuert, wäre das. Genau, Kero. Ach was, der gute Naki. Bei dem ist doch auch immer witzig. So, gut, also dann, ich schalte erstmal was an, bevor ich jetzt hier storpe. Ich meine, ich könnte euch auch was anderes als Daily Dose zeigen, aber
Ich denke mal, das ist noch mit so das Vertretbarste. Ah, gucken wir mal. Wo sind Hello wir? everyone. Halt die Klappe noch nicht. Nicht gesagt, dass du schon loslegen sollst. Na, wo sind denn die großen Videos von dem? Stopp. Ah. Okay. Interessant. Das ist ja dumm gemacht. Gut, muss ich erstmal so gucken. Weil die Compilations von dem sind halt besser, weil die halt gleich eine Stunde oder zwei gehen. Ja, das ist okay. Stopp. Ich hab. Later. Stopp! Ey, meine Güte, dass der mal gleich loslegen muss. Ja, das finde ich halt auch. Ansonsten hätte ich euch nämlich sowas angemacht, so Richtung Physikspielzeuge, weil da ist nämlich auch öfters mal was Geiles dabei. Oder auch Dinge, die halt kleine Prinzipien zeigen. Weil da sind auch immer schöne Sachen dabei. Weil Physik kann für manche Leute, die sich damit nicht auskennen, für die sieht es wie Magie aus. Und zwar ganz schnell. Das sieht echt aus, als könnte da jemand zaubern. Dabei ist es nur halt ein Ding von Betrachtung. Und eben, dass man es kennt, das Prinzip. So, switchen wir mal. Boom. So, ich bin immer noch da, wie gesagt, nur nicht zu sehen, aber ich bleib da. Und Letter, dann this gucken wir rock uns das is a hier doch an. sensor. This is Congo tourmaline, which is a Ach ja, gemstone ein that has been cut in Turmalin. a Da special sieht way man that schon so makes it eine look Sache. Das ist exorbitant. witzig. Sieht aus wie so ein Minecraft-Stein in Real. So ein Minecraft-Gem. Aber das ist halt Turmaline, das sind halt so. Gibt auch noch andere lustige Steinchen. Die sehen halt auch echt aus, als kämen die aus einem anderen Universum. Was ist This denn is ein what happens when you Shrug? shake a Was soda ein Hack can ist, and weiß ich, open aber ein it deep Shrug? below on the floor of the ocean. Yeah, cola carbonated beverage here at 2.5 atmospheres, somewhere deep below the sea. This you should never try at home, shaking up your Coke, because you know what's bound to happen when you take your Coke and you open it up and it sprays all over the room. Didn't happen. Look at that. Ja, das ist lustig. Der zeigt, ich rede gerade noch von physikalischen Dingern und dann kommt sowas tatsächlich auch noch. Also die waren eben im Weltraum und er hat die Cola geschüttelt und hat gezeigt, dass sie nicht raussprühen. Ja, das kann man auch mal machen, Klotzi. Deswegen habe ich das ja. As Ich Newton mache ja Tad sowieso needs alle medical 2 Stunden. attention from his Normalerweise mache rancher, ich dann eine the Pause. instinct from the mother wants to attack and stop the man. Und The Just horse is Chatting können trying wir to gerne keep the demnächst auch mother mal back, machen. while the calf is Hatte being ich auch taken mal care überlegt, of. nur ich denke mir dann immer, wenn keiner da ist, mit wem soll ich denn dann reden? Dann kann ich vor mich hinbrebeln und Selbstgespräche führen. Das ist natürlich immer ein bisschen. Ach, der war unter. Ach, der war ganz tief. Ja, gut. Gilt aber fast dasselbe This guy went to a Prinzip. jewelry store and told them he Weil im wanted a U-Boot better auch look at a eigene gold ring Druckverhältnisse under herrschen. natural light. So they let him take the ring outside for a better look. He then took the opportunity to just walk away with it. Okay. Erinnert jetzt. Hat die Rolex-Maklerin sich eben einen Ring klauen lassen? So nach dem Motto, ich will mir das mal im Licht angucken und weg ist er oder what? Nicht der ihr Ernst! Oh, sowas wird mir auch Spaß machen. Roboter programmieren. Oh, ja, okay, gut. This family ordered food to be delivered to their home. When they Okay. looked at the security footage, they saw that the delivery person was drinking from their milkshake. Okay. Ah, netter Trick, netter Trick. Ja, okay, kein Thema. Ich danke euch trotzdem, dass ihr da wart und dass ihr mich anseht. Klotzi und Naki. Ja, ich liebe That auch being this Roboter. video, I Roboter sind really die hope you besseren enjoyed, Menschen. and I'll see you guys again Sage ich schon very, immer. very soon.
Later. Mit denen könnte ich auch besser diskutieren, die sind halt logisch. Die überzeugen dich irgendwann davon, dass du Unrecht hast, ohne dass du irgendwie mit denen, ohne dass du von denen beleidigt wirst oder so. Ja, dann frag mal einfach. Aber nicht zu kompliziert fragen, Kero. Einfach fragen. Damit's alle verstehen. Nein, Joke. Och, wie niedlich ist das denn, ey? Das ist ja ein richtiger Schmuser hier. Alter. Ja, ich habe auch eben gerade gedacht, der springt doch bestimmt ab. Alles andere kann der gar nicht überleben. Katzen. So sind sie. Packst du, Junge, komm. Au, das hat sich echt wie Einschlagen angehört. This is how lines are created on a basketball court. Jo. Das kann man auch anders gar nicht machen. Ah, das ist ein cooles Spielzeug. Damit könnte man noch viele coole andere Sachen machen, als nur Linien auf dem Dings, auf dem Basketballplatz zeichnen. Okay. Der Herr, aber Respekt für den Hund. Der hat ordentlich Kraft im Genick, ey, wenn der das tragen kann. Weil das mag vielleicht ein morscher Stamm sein, aber ein bisschen was wiegt der schon. Ah ja. Kann sie ein bisschen einen auf Poison Ivy machen, so wie die aussieht. Okay. Autobahnbrücke. Das ist bestimmt auch eine berühmte Brücke. Ich habe bloß keine Ahnung, welche. Weil das ist nicht die Golden Gate Bridge, das sieht man. Like, while the snail is still inside the shell. Ja, aber da muss man aufpassen. Foot, nicht alle Seeschnecken sind ungefährlich, aber ja, das ist der hier Fuß. Alter. Also da muss man auch echt Nerven aus Stahl haben, wenn man da landen will. Obwohl, ja, da ging es jetzt noch, aber... Oh, geil. Ja, weg nicht unbedingt, aber es könnte sein, dass die in Lurk sind, Kero. Hat Klotzi ja angesagt. Lass uns noch ein bisschen gucken. Ein bisschen gechillt. That's in his video. I really hope you enjoyed, and I'll see you again very, der Golden very Retriever, soon. Ey. Later. These researchers were studying a group of beluga whales when they noticed something strange. One of the whales was actually a narwhal. This narwhal has been swimming with the same group of whales for over 3 years. Oh yeah, narwhals. About 3 months ago, a new type of rock was discovered in Lake Superior in the United States. These are called uprolites. They look like regular boring rocks until they're placed underneath an ultraviolet light. So this is what they look cool. Like. Okay, so cool. You can see there's a couple different patterns going on. And they fluoresce very brightly under long wave. Oh, sowas ist ja nice. Quite a few different flavors. Dann ist da bestimmt irgendein Kristall oder was eingeschlossen, der auf die UV-Strahlen da, also zumindest auf die. Okay. Oh my goodness me, it's a smooth knob-tailed gecko. And it's very beautiful and I love geckos. They're very cute. Ja, aber der regt sich gerade übelst auf, der Gecko. Bei Geckos merkt man das immer so, die pumpen dann so und machen so einen Buckel.
wenn die total Schiss haben. Boah, die sind heftig, die Viecher. Na, die sind richtig krass. They have the fastest punch ever recorded at speeds of over 50 miles per hour. Their punch is so strong that they can break through the glass walls of aquariums. Oh, der hat Eier. Oh, das sieht man auch mal, wenn die sich fortpflanzen, wie viele Nachkommen die einfach mal rausballern. Das sind immer gleich so 200-300 Eier, wenn nicht noch mehr. Ja, ich dachte eben schon, das muss eine Render-Scene sein. Das sieht einfach zu merkwürdig aus. Aber ist gut gemacht. Ja, sowas machen halt Engine-Programmierer, wenn ihnen langweilig ist. Okay, ja, das ist eine Keks-Ausstechform, oder? Ja. A zoo installed a new security camera and it scared the snow leopard. Okay, interessant, ey. Ja, Katze bleibt Katze. Auch wenn sie dann ein Stockmaß von 70 cm oder so haben. Boah, die Schuppen sehen ja krass aus unten drunter. Die glänzen ja richtig perlmuttartig. Ist halt richtig krass, wie dieser Berg einfach mal schwarz ist. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, da so nah dran vorbeizufliegen. Okay. Holy cow. Yeah, go. Go. Bow! Nice, aber wer jeder macht einen Fehler. I, oder? Tada! Is that impressive? Look. Okay. Working out is so much easier if you have someone else doing it with you. Also das I galt eben dem Getränk, was das sah so merkwürdig aus. Genau, die Narwhal swimming in the ocean. Ach, guck mal da. So Katzen kann man gebrauchen, ey. Wenn die ein bisschen schneller laufen, kann man mit denen Strom machen. Oh, so Sachen liebe ich. Das ist wirklich physikalische Mechanik. Ach, das ist einfach, das ist eine Ingenieurspielerei, die ist so cool gemacht. Übertreiber. This dog jumped out of its owner's car and ran all over the freeway dodging vehicles. So, geht auch gleich wieder weiter. Zigarette ist gleich durch. Oh, yo. Ah ja, gut, versuch mal einen Hund zu fangen, wenn der keinen Bock hat. Der ist halt schnell ohne Ende. Vor allen Dingen auch noch so ein kleines Rennschwein, das kriegst du ja gar nicht. Look, he tried to corner the dog. The whole family. The good news is that the dog was eventually safely captured. Eventually. Here, dog, come here. No. Holy cow. Ja, ich hoffe nicht nur, dass es dem Hund gut geht. Da könnten auch ein paar ganz blöd bremsen. Okay. Ich meine, ja, sieht witzig aus, aber warum? Oh. Die Katze hat mal eine krasse Augenfarbe, ey. So richtig blutorange. Oh, ja, so blutorange halt so. Ja, irgendwie, gell. Es sieht auf jeden Fall heftig aus, diese roten Augen. That's in this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Ja, gut, eine niedliche Katze mit coole Augen muss sein. That create mesmerizing waves when they feel threatened.
When a wasp or some other large insect gets too close to the hive, the honeybees work together to disorient the enemy. Ja, das ist ein Problem. Das ist genau das, was unsere einheimischen Bienen nicht können. Das machen die nämlich nicht. Es gibt auch noch andere Bienensorten, die, wenn da irgendwas in den Stock reinkommt, dann reiben die Bienen alle ihre Hinterleibe aneinander und dann wird es unglaublich heiß da drin. He's afraid the package will get stolen, so the mailman asks the owner if he can put it in the recycling bin instead. It's fine. We don't have anywhere else to leave it. Would you like me to put it inside the recycling bin? Oh yeah, that would work. Okay. Nein, tut es nicht. Have a great day. You too. Und dann wird's vergessen und die Müllabfuhr fährt weg, okay? Abraham, was machst du? Katze hat die Ruhe weg. That's in this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. I found a turtle that looks like it knows all the secrets of the universe. Ja gut, das haben wir schon mal gesehen. Sind halt von Daily Dose auf Internet sind das halt Zusammenschnitte und da kann es halt sein, dass manche doppelt sind. Sieht aber echt aus wie so eine Morla. Da kriegte mich keiner dazu, mich da hinzusetzen, geschweige denn da nah genug dran zu gehen. Ja, das hatten wir auch schon mal gesehen. Gut. Aber dann machen wir mal weiter mit Zelda. Dann switch ich. So. Machen wir mal weiter. So. Ach, die blöden Viecher. Davon muss ich gar nicht hingehen. Ja, ihr könnt so viel rumschreien, wie ihr wollt. Ich hab jetzt keine Lust auf euch. Erstmal da rein. So. Gute. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Hahaha, du weißt Gamma, du heißt Gamma, nicht wahr? Hahaha, schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Oh, okay. Ja, okay. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Jo. Und bloß diese Geister sind nicht leicht zu finden und sie sind nervtötend zu jagen. So dazu sagen, das ist sehr, sehr widerlich. Bum, 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 bum. So. Ja, erstmal muss ich nach Kakariko, das ist eigentlich der kürzere Weg. Dann bevor wir in den Wald gehen, holen wir uns noch... Ah, genau. Bevor wir dann in den Wald gehen, holen wir uns noch das Pferdchen zum Reiten, dann muss ich nicht mehr so weit laufen. So, das gute Kakariko. So. Dann gehen wir erstmal den Kerl in der Windmühle besuchen. Ach, und bevor wir das noch machen,
Gehen wir da hoch. Na komm, Link, spring da hoch. Das ist auch so lustig, dass man da einfach durch die Textur durch kann. Ein Herzteil. Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich die Energieleiste um einen Herzcontainer. Was sagt die eigentlich? Sagt die überhaupt irgendwas? Nee. Die macht nur Gut. Was guckst du mir dauernd hinterher, Mädchen? Was willst du denn? Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern, ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja, geh mal her. Du hast dein Ei ausgeliehen. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. Woher weiß die eigentlich, dass es in die Hosentasche passt und nachher keine Allergien auslöst, wenn es selber noch in einem Ei drin steckt? Bum, bum, badum, bum, bum, badum. Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Ja, genau, das antiallergische Ü-Ei. Damals kam so ein Rattengesicht hier rein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Guckt aber auch nasty, der Typ, ey. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. So wie jetzt, hä? Huh? Oh nein, deine verflixte Ocarina ist ein Instrument des Teufels. Ja. Ja, wir kommen später wieder. Ey, lass mich hier runter. So, jetzt haben wir die Hymne des Sturms. Ja, das ist merkwürdig irgendwie. Obwohl das Zeitparadoxon eigentlich noch nicht existiert, weil man kann davon ausgehen, ich war vorher bei ihm, er kannte die Melodie noch nicht. Dann gehe ich in die Zukunft, erkennt sie schon, bringt sie mir bei. Und wenn ich dann zurückkomme, bin ich praktisch 3 Tage oder sonst irgendwas, nachdem ich ihn das erste Mal getroffen habe, komme ich an und spiele ihm die Melodie vor. Also das geht schon. Das würde gar kein Paradoxon ergeben. Hütte des Totengräbers. Das Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Ja, gut. Ups. Moment. Jetzt war ich zu schnell. Ich habe gedacht, das braucht wieder ewig, um den Text aufzubauen. Das ging aber eben voll schnell. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Ich warte, Boris. Gucken wir doch mal, wo denn sein Grab ist. Hier vorne ist es jedenfalls nicht. Da steht nur, glaube ich, nur Rest in Peace. Hier ruhen die Seelen derer der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben. Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shikar, Beschützer der Königsfamilie und Erbauer Kakarikos. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo dem sein Grab war. Ich kann mich nämlich nicht mehr so genau dran erinnern. Check.
deinen Kram nehme ich nicht mit. Das sind die dummen Geister, die kein Mensch braucht. Jetzt mal, steht nicht auf irgendeinem Grab, steht doch der Name dann drauf, wenn man dran vorbeigeht. Mal gucken, Navi müsste mich eigentlich drauf aufmerksam machen. Weil ich weiß gar nicht mehr, irgendwo hier vorne oder so war das. War das das hier mit den Blümchen? Ne, steht wohl doch nicht drauf. Okay, dann gucken wir mal selber rein. Kommen eh, wenn dann nur Geister raus. Das geht alles schon. Ach, habe ich das jetzt instant gefunden oder? Ach, naja, gut. Mein Kopf. Oder es ist es vielleicht doch nicht. Mal gucken. Jetzt bin ich ultra reich. Warum? Oder war das doch hier? Nee, war's nicht. Gut, können wir wieder zurückgehen. Dann können die Feen da ihren Tanz aufführen. Interessiert mich nicht. So, sind wir wieder oben. So, da mit den drei Blümchen, da waren wir drinnen. Ist vielleicht hier oben irgendwo? Ach, shit. Hat Link den wieder nicht angewählt? Das hasse ich, wenn der das beim Schlagen macht. Na komm, tauch auf. Weißt du was, dann lass mich halt in Ruhe. Ich kann das auch ohne dich zu erschlagen, so ist es nicht. Nee, da ist nix. Ist auch nix. Wo war denn das? War das hier vorne? Brüder Bramstein, königliche Tonsetzer Johann der Ältere, rest in peace. Lol. Wo bist denn du her? An den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Oh, dass die immer so lange brauchen, wieder aufzutauchen. Aufkommen. Wollte gerade sagen, das überlebt er doch nicht nochmal. Ach, okay, das ist so eine Seele. Na dann. Kann man das auch wegschieben? Nee. Na toll, jetzt habe ich zwei aktiviert. Oh, du blöder Geist, Alter. Hier nimm mal eine Hake. Ah. Na komm, tauch wieder auf. Boah, ist das nervig, dass die so lang brauchen, wieder aufzutauchen. Ah, oh, jetzt musste Link da unbedingt lesen. Na komm. Tauch auf. Weil die Geister, die wirklich was brauchen, die sind schwerer zu kriegen als das hier. Nee, das ist es auch nicht. Was ist das hier? Nach dem Ton zu urteilen, müsste es ja sein, oder? Nee, das ist es auch nicht. Navi wählt die Dudes nicht an? Interessant, muss ich das selber machen? Ich meine, ja, ist nicht das Problem, aber ich dachte eigentlich, die visiert die Jungs an. Naja, okay, dann halt nicht. Okay. Ach, das war das Grab von eben. Okay, da ist nix. Ich weiß nicht mehr, welches Grab das ist, also egal. Ich grabe auch das ganze, den ganzen Friedhof um, wenn es sein muss. Jetzt war der nicht irgendein Spezialgrab oder sowas? Hier vorne oder so? Wo ist denn der Dude begraben? Nee, hier nicht. Da
oben waren wir schon. Das mit den drei Blümchen, das hatte ich ja auch. Vielleicht hier das mit den drei Blümchen. Doofes Vieh, lass mich in Ruhe. Vielleicht hier? Weil irgendwo hier muss er ja sein. Aber das sieht schon besser aus, da ist er. Hahaha, Junge. Bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Hier ist eher so das Problem, die Kameraperspektive. Oh, und die Feuer. Gerade wenn der so dumm um die Ecke läuft und da dann Feuer liegen lässt, ist es schwierig, manchmal um rumzukommen. Ich meine, ich muss ihn ja nicht überholen. Ich muss nur schnell genug durch die Tore sein. Das war eben knapp. Oh, ich dachte, ich laufe noch weit genug, aber er hat mich dann doch erwischt. Ich sehe schon wieder nichts. Link, was tust du? Geh hoch. Toll, jetzt habe ich den verpasst, weil er da so komisch rumgehippelt ist. Oh oh, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung. Ja, bin ich. Aber jetzt wird's eng. Könnte sein, dass ich es beim ersten Mal nicht schaffe. Ah, es war aber auch knapp eben. Ach. Ja gut, dann halt nochmal. Ah, die eine Stelle, das war eben dumm, dass der da so behindert rumgeglitscht ist. Das war dumm. Naja. Ja. Du könntest auch einfach weniger von dem Feuer fallen lassen, dann wäre das auch ein faires Rennen. Was du hier machst, ist ja nicht fair. Das Ding ist auch, wenn man den Weg mal kennt, ist es auch nicht so schwer. Oh, komm! Das mit dem Feuer ist halt echt nervtötend. Boah, das war auch schon wieder viel zu knapp. Na, hier hört er wenigstens auf, Feuer zu schießen. So, hopp, 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 hopp. Gut, das war's doch. Die Zeit beträgt 1 Minute 1. Hahaha, Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas, sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Hey. Ba, 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 ba. Der Fanghaken. Ja. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt und ziele mit dem Analogstick. Lässt du C los, schießt den Fanghaken ab. So, den nehmen wir auch gleich rein, weil den brauchen wir eh viel zu oft. Ach ja.
Ah nee, ich muss die Hymne der Zeit spielen, nicht den... Dings. Da ist er. Schon verschwinden die Zeitsteinchen. Ich weiß bloß nicht, warum Nintendo das hier reingemacht hat. Wahrscheinlich nur, um den Leuten zu zeigen, dass man mit dem... mit der Hymne der Zeit diese Steine verschwinden lassen kann. Weil ansonsten macht dieser Raum keinen Sinn. Badabam, badabam, bam, badabadabam. Ja, ja. Hey! Ein Herzteil, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich. Joho! Bum, bada, bada, bum. So, jetzt haben wir das. Unser Schlüssel, den wir ja finden sollten. Ich weiß gar nicht, das Ding hier hat, glaube ich, gar nicht so viel Reichweite, ne? Da war irgendwas. Was bist denn du für ein Dude? Die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist er ausgetrocknet. Hm. Ja, jetzt noch nicht. Da müssen wir jetzt noch nicht rein. Andermal. Ne, das andere Haus ist das hier. Glaube ich zumindest, dass das hier war. Häuschen der Skaltulas, das ist doch das hier, oder? Ja. Wie viel habe ich denn schon? Schon 10. Jo. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skaltulas lastet, aber... Du hast 13 Skaltulas zerstört, der lässt nun langsam die Wirkung des Fluchs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skaltulas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. So, wo ist denn der eine, der keine mehr ist? Da ist er ja. Der sieht aus, ey. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Hey, die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und du kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Yeah. So muss das. Ich meine, jetzt kann man überhaupt erst manche Items überhaupt kaufen. Ups, zu hoch gezielt. Das ist nämlich auch lustig. Man kommt nämlich hier auf die Dächer hoch mit dem Enterhaken, aber auch nur damit. Auf manche zumindest. Ja, das wäre vielleicht eh zu knapp gewesen. Mal gucken, ein bisschen näher ran. Ein bisschen mehr die Ecke anvisieren. So. Hier oben kommt man an ein Herzteil ran. Wüsste nicht wo. Oder du meinst das, was hier unten praktisch ist, dass man sich hier fallen lässt. Und dann da dran, aber das haben wir ja geholt. Schafft er den Jump? Ja, das haben wir ja schon. Das habe ich ja vorhin geholt. Kommt man ja auch anderweitig dran, wie wir gesehen haben. Weil mit dem großen Link, der kann halt durch diese Textur durchspringen, warum das auch immer ist. Ich weiß nicht mal, ob das Absicht von Nintendo war. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war programmiertechnisch nicht anders zu lösen. Na, du sollst da nicht reinspringen. Du sollst eigentlich da oben auf den Balken drauf springen, aber irgendwie bist du zu doof dazu. Richtiger Link hier. Richtiger Lang einfach nur, der Typ. Ja, ist das Ding noch kurz, ey.
Ja. Hi, Tinny. Na, alles gut bei dir? Und freut mich, dass du reinschneist. Bei dir habe ich vorhin auch mal kurz reingelurkt. Du hattest, glaube ich, Day of the Tentacle oder sowas gespielt, ne? Dank dir, Kero. Das ist nett. Schau her, ich bin ganz oben. Ich mag es gar nicht, wenn jemand höher hinaus will. Ich muss immer ganz oben sein. Aha. Na, ist das echt so weit? Das ist ja krass. Das ist gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das Ding so kurz nur... Na, egal. Darüber? Komm ich da hin? Auch nicht. Ah. Okay, gut, es geht noch nicht. Sich da von ganz oben fallen lässt. Ich glaube, es tut weh. Ja, egal. So. Ich guck mal, was haben wir hier Gutes? Ich weiß das nämlich alles gar nicht mehr. Okay, der hat nichts. Sonst nichts, was ich brauchen würde. So, gut. Dann gehen wir mal zur Farm. Und dann anschließend ins Wäldchen. So. So. Okay. Ach, das sind nur Herzchen. Na dann. So, dann erstmal ab zur London fahren. Oh, ist der Weg weit. Aber der blöde Wald, der ist halt dahinter. Ist halt auch nicht viel kürzer, wenn ich direkt dahin laufe. Ja, jetzt macht Geld sammeln auch wieder ein bisschen Sinn. Jetzt muss es dunkel werden, oder wie? Finde ich ja gar nicht schön. Jetzt muss es dunkel werden, kurz bevor ich da bin. Richtig doof. Ja, das war gerade so ein spezieller Geist, aber der bringt mir nichts, weil den kann ich ohne das Pferdchen, kriege ich den noch nicht. Und ich brauche noch was anderes dafür. Ach nee, die Hymne der Zeit. Nicht die. Sondern. Genau. Okay. Echt jetzt? Es hat nicht gereicht. Ups. Auf Tag muss es werden. Schneller. Na also, geht doch. Wow, da ist ein Ei ausgebrütet. Dein Küken ist geschlüpft. Echt, ist das jetzt noch ein Küken, das Ei? Nee, ist doch schon ein Huhn. Hätte mich jetzt auch gewundert. Epona. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Gennendorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten?
Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Reiten. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Ach nö, jetzt weiß ich, wie das geht. Die Farm dankt. So, wo ist denn Epona da hinten? So. Wo ist denn das Lied? Da. Genau, falsch rum. Hör auf, dann komm mal her. Willst du absteigen? Halte an und drücke A. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Du kommst mir so bekannt vor. Setze die Zielerfassung ein, kannst du mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Willst du jetzt schon gehen? Nein, ich will reiten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sage ich dir Bescheid. Ja. Okay. Aber ich glaube, ich muss erstmal warten. Mal ein bisschen Kohle wieder reinlaufen. Weil noch kann man nicht übers Tor springen. Es geht erst, wenn man hier reiten muss, soweit ich weiß. Also gegen ihn reiten. Oh ja, will ich ja. Aber nicht, wenn du da stehst, kann ich nicht. Das ist das Dumme daran. Hey, runter vom Pferd. Die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Hä? Na gut, dann verschwinde von meiner Farm. Okay, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, Talon oder so, die hängen, glaube ich, hier irgendwo rum. Mal nachgucken, wo die sind. Ich glaube, die sind noch hier irgendwo. Also Talon und Marlon, die sind hier irgendwo noch. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Okay, hier oben sind sie wohl nicht. Springen wir mal da runter. Hopp. So. Ja, ich bin mir nämlich auch nicht mehr sicher. Ah, da ist schon mal Marlon. Oh, ein Besucher. Es ist lang her, seit wir Besuch hatten. Wo kommst du her? Seit Gennendorf hier sein Unwesen treibt, sind die Menschen auf der Flucht. Die einstigen Städte Ruinen und überall lauern böse Kreaturen. Basil hat die Farm im Namen von Gennendorf übernommen. Jeder scheint vom Bösen besessen. Und Vater, er wurde von Basil von der Farm verbannt. Falls ich Basil nicht gehorche, hat er gedroht, die Pferde zu quälen. Du siehst, es gibt nichts, was ich tun kann. Ja, aber du weißt nicht, wo dein Dad hin ist, oder was? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, man muss Talon vorher erst finden, aber ich weiß es nicht mehr. Alles schon so lang her. Okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal mit dem Reiten. Weil irgendwie fordert er einen ja raus. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Ja. Geht auf, los. Nein. Brauchst mir nicht erklären, wie man reitet. Ich weiß, wie man reitet.
Ich bin Pro Rider. Ich bin Saber Rider, bin ich. Du reitest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Ja, aber nicht auf dem Gaul. Oh. Oh, das wird jetzt ein Ding. Mal sehen, ob das überhaupt zu gewinnen ist mit dem Wallach hier, auf dem ich da hocke. Oh, ich bin eben zu steil in die Kurve rein. Boah, ist das viel langsam. Nee, ich glaube, mit dem ist das nicht zu schaffen. Boah, wie lange dauert denn das, bis die Karotten wieder voll sind? Hier ist ja hart. Ja, mit dem Gaul ist das ja auch nicht zu gewinnen. Was hast du mir da hier für eine alte Mähre zugesteckt, ey? Da freut er sich. Oh, hättest du wirklich gedacht, mich bezwingen zu können? Danke für die 50 Rubine. Die hole ich mir auch wieder. Mann, du bist sauer, weil du verloren hast. Kein Problem. Wie wäre es mit einem weiteren Rennen? Ja, aber ich habe gerade keine 50 Rubine. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Egal. Na, hol mal Epona halt später. Mann. Ist halt, da sind zu viele Lücken bei mir drin. Ich hab das halt so ewig nicht mehr gemacht. Aber ohne Epona besiegt man den nicht. Der ist halt auf den. Der ist schon mit Epona nicht so einfach zu besiegen. So, ach, der Wald ist hinter der Lon Farm. Ja, ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Deswegen habe ich jetzt auch gefailt, aber das macht nichts. Beim nächsten Mal machen wir nochmal das Probereiten und dann probiere ich nochmal mit Dings anzusprechen, während ich auf Epona sitze. Der Wald. Ist der doch da hinten, der Waldeingang? Ja, Navi, ich weiß, was du mir sagen willst. Wir müssen in den Wald, oder? Lass mich raten. Ich frage mich, was in Kokiri gerade passiert. Auch um Salia mache ich mir Sorgen. Ja, ich dachte mir eben schon. Was soll die auch sonst wollen? Wenn die schon nervt, dann nervt die halt immer gleich richtig. So, hier ist wieder dieser unkaputtbar Stein. Ist der immer noch unkaputtbar? Ja, der ist immer noch unkaputtbar, okay. Kannst du mal aufhören, mich rumzuschwirren? Du nervst. Weil der verliert auch keine tolle Seele, die irgendwas taugt, deswegen. Weg mit dem. Eben einer von den Geistern, die was taugen, aber das ist halt im Moment kein Rankommen an die. Die sind zu schnell. Die Erbschen, die muss man dann auch noch pflanzen. Angeln gehen. Ach komm, was wollten ihr? Als wenn ich mich mit euch jetzt beschäftigen würde. Das ist halt The Legend of Zelda. Gegner geben keine Erfahrungspunkte. Außer bei Adventure of Link, da schon. Willst denn du? Hä? Ach, jetzt willst du wegrennen und zieh ab. Lass mich in Ruhe. So, dann gehen wir erstmal Salia suchen. Ah,
ich weiß noch, irgendeiner von denen will, glaube ich. Ah, ne, der nicht. Im Erwachsenen kann ich ja keine Masken weggeben. Hallo? Er reagiert nicht, er scheint zu schlafen. Ach, ja. Ich verstehe. Es sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Okay, was ist mit dem los? Echt? Das geht nicht mal mit dem Vieh? Okay, gut, dann nicht. Lang ist's her. Und penn halt weiter. Das war die falsche Richtung. Gut. Mal weiter auf. Komm. Link. Wir haben doch keine Zeit. Was ist man da unten eigentlich? Ach, die Jungs, die sind wahrscheinlich immer noch da. So, da ist der Weg zum Goron. Das ist der falsche Weg. Und da geht's zu den Zoras. Das ist übrigens auch... Also diese Stelle hier ist praktisch so ein Warp-Knoten. Da kommt man relativ schnell über die drei weiten Strecken. Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen, auch wenn sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Salia versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Was willst denn du von mir? Oh Mann, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Komm ich an dem Trottel vorbei. Was vorsingen? Oh, Tatsache. Ja, Moment. Das ist Salias Lied. Will der sicherlich hören. Ja. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia. Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnert er mich an jemanden. Ja. Nur im Gegensatz zu dir habe ich die Pubertät überstanden. Was war denn das hier nochmal? Da ist irgendwo ein Loch im Boden, das weiß ich noch. Das ist irgendwo da. Irgendwo hier ist ein Loch. Ich weiß das. Wo ist es? Irgendwo da in dieser Wiese ist ein Loch, wo man reinfallen kann. Wo ist denn das dumme Loch? Ist das hier? Ist das hier? Ah, da ist es doch. Ach, was war denn das für ein Mist? Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Ah, okay, das geht nicht, solange ich nicht klein bin. Also, solange ich Adult Link bin, keine Chance. Okay, hier können wir was in die Luft sprengen. Boom. Fünf Rubine. Was war hier drin? Ah, auch nochmal ein Steinchen. Da ist ein Loch. Nichts wie rein da. So. Verschone mich. Gewähr mir Gnade und ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Dekunüsse tragen kannst. Es kostet dich nur 40 Rubine, habe ich nicht. Ja, dann verschwinde ich besser.
Halt ein, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeiler. 30 Stück kosten 70 Rubine. Nope. Ups, dann verschwinde ich besser, ja. Tschüss. Ich komme später nochmal auf euer Angebot zurück. Das mit den Pfeilen ist nie ein gutes Angebot, aber das andere schon. So. Ich glaube, das war der richtige Ausgang. Jo. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z um... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, Navi, komm bitte. Ich weiß, dass die Jungs da um die Ecke stehen. Ich kenne das ja. In dem Fall steht er hier. Hoppa. Ich weiß gar nicht, dass sie so schnell reagieren. Boah, Junge. Lässt du mich jetzt hier auch nochmal raus oder was ist los? Jetzt muss ich echt warten, bis der weit genug weg ist oder wie? Oh, Link. Habe ich gesagt, du sollst an die Kante schwimmen oder was? Ich habe ihm überhaupt nichts gedrückt. Die drehen sich ja um, das habe ich ganz vergessen. Na komm, geh. Lang ist es her. Noch hier steht einer um die Ecke. Hoppala. Okay. Muss man langsamer machen. Ach komm, Junge. Dreh dich um. Boah, komm, ey. Willst du es jetzt übertreiben, du Dude, oder was? Komm, dreh dich um. Meine Güte, die sind aber auch flott unterwegs, die Dudes, ey. Oh, und jetzt hänge ich an der Ecke fest, ey. Das glaube ich doch nicht. Na komm, lauf. Echt nervig, diese Typen. Ey.
Richtige Moblins, ey. Oh, da ist ja noch so einer. Was war denn mit dem? Ach, das war der Dude. Oh. Wem war ich zu langsam? Gar nicht mehr, dass es hier so nervige Gegner gibt hier. Richtig krass nervtötende Dudes, ey. Sheik is back. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Muss man aber auch sagen, die Mucke in dem Game ist einfach abgefahren. Diese Arrangements, diese Orchester-Arrangements, die sind einfach der Hammer. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Gamma, wir werden uns wiedersehen. Hupsch, und weg ist er, ha? Ja. Der immer und seine Blendgranaten hier. Richtiger Flashbang-Werfer. So. War ja noch irgendwas? Nee, sonst nix. So. Aber ich werde jetzt gleich mal gucken, wen wir raiden können. Weil dann machen wir hier einen sinnvollen Einschnitt, weil durch das Menuett des Waldes komme ich hier auch jederzeit wieder hin. Muss nur safen, das wäre ganz schlau. Und dann machen wir demnächst hier weiter. Was es morgen gibt, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht spielen wir Heroes of the Storm oder mal wieder Heroes and Generals. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, wo ich euch hinschicke. Ah, ich glaube, ich schicke euch zum guten Pixel Power. Der spielt im Moment ein Gruselhorror 2D-Game. Das heißt Distrained heißt das. Und dann sagt doch mal drüben bei ihm nett Hallo und wir sehen uns, wie gesagt, dann morgen, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und Zelda spielen wir auf jeden Fall auch durch. Also so ist es nicht. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch noch was. Bye, bye.